Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu dem zweiten Teil unseres Kongresses begrüßen, zur Podiumsrunde. Und es sind drei Gäste hinzugekommen, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Das ist zum einen Elke Wetzner hier. Sie ist Präsidentin der Gesellschaft, Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben und engagiert sich schon seit fast 40 Jahren, man kann es kaum glauben, für das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende. Vor ihrer Tätigkeit in der DGHS war sie unter anderem Präsidentin von Exit Deutsche Schweiz sowie von Right to Die, das ist die europäische Dachgesellschaft der Organisationen, die sich für Selbstbestimmung am Lebensende einsetzen. Es freut mich sehr, Sie in dieser Podiumsrunde begrüßen zu dürfen. Erwin Kress ist Diplom-Physiker. Zwischen 2000 und 2006, hier vorne sitzt er, war er Mitglied im Bundesvorstand des Humanistischen Verbands Deutschlands, HVD. Seit 2011 ist er Vizepräsident des HVD sowie Sprecher zum Thema Autonomie am Lebensende. Herzlich willkommen auch in dieser Runde. Sie können mich quatschen. Last but not least darf ich hier neben mir Rosemarie Mill begrüßen. Sie war bis vor kurzem, bis September, glaube ich, ne? Professorin für öffentliches Recht, Staatslehre und Rechtstheorie im Fachbereich Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität. Von 1996 bis 2006 war sie Verfassungsrichterin des Landes Brandenburg. Seit 1996 ist sie Mitglied der Grundwertekommission der SPD und seit 2005 Bundesvorsitzende der Humanistischen Union. Herzlich willkommen, Frau Bell. Ich war seit 2005, aber dann nur 8 Jahre Bundesvorsitzende der Humanistischen Union. Unser Bundesvorsitzender sitzt dort, Herr Kerstin. Hi. Okay, Entschuldigung. Tiefe Verneigung. Hier sehen Sie den Vorsitzenden der HU. Sie ist es nicht mehr. Okay, es war nur bis 2013. Aber in der Grundwertekommission ist es. Der Vorstand der Humanistischen Union nach wie vor. Und ich denke, dass ich auch für die Humanistische Union hier sitze. Wunderbar. Christian Arnold ist im Moment noch nicht da. Und es liegt daran, dass er noch ein Interview hat mit den Tagesthemen. Die wollen am nächsten Donnerstag einen größeren Beitrag bringen, wo auch die Perspektiven des Bündnisses artikuliert werden sollen oder berichtet werden sollen. Ja, schauen wir mal an, was wir mit der geballten Kompetenz auf diesem Podium jetzt anfangen können. Meine erste Frage möchte ich an Frau Wetzner richten. Sie haben ja zwei Staatsangehörigkeiten, die deutsche und die Schweizer, und haben die Sterbehilfe-Debatte in beiden Ländern natürlich intensiv verfolgt, zum Teil ja mitgeprägt. Sind Ihnen dabei gravierende Unterschiede aufgefallen und glauben Sie, dass sich die sozialen, politischen und juristischen Rahmenbedingungen für die Sterbehilfe hier in Deutschland nun wirklich verschlechtern werden? Oder denken Sie auch, dass wir, wie es Herr Sträten sagte, eigentlich nur einen Wimpernschlag davon entfernt sind, hier tatsächlich ein nicht nur progressives Recht, sondern auch eine progressive Praxis zu haben? Man muss sehr optimistisch sein, wenn man von einem Wimpernschlag sprechen will. Ich bin es nicht ganz, denn ich sehe, dass die direkte Demokratie in der Schweiz ganz einfach anders funktioniert, als sie hier in Deutschland je möglich wäre. Ich würde natürlich schon dafür halten, dass wir bald zu dieser neuen Regelung kommen. Wenn ich aber gleichzeitig auch in Frankreich sehe, was dort aufgrund der katholischen Widerstände läuft, dann ist es sehr ähnlich wie in Deutschland, nämlich eine kleine Minderheit versucht einer großen Mehrheit des Volkes, das Selbstbestimmung will und ausdrücklich immer wieder bestätigt, ihren Willen und ihre Begründung, ihre Werte aufzuzwingen. Wir versuchen jetzt ja mit allen Mitteln, mit Hilfe auch des Bündnisses in Deutschland, den Politikern klarzumachen, das Volk denkt anders als ihr Politiker. Die Christen an der Basis denken anders als ihr Kirchenvorsitzenden. Die Verbraucher von Medizin denken anders als die Pharmahersteller. Es muss also in Deutschland unbedingt und natürlich möglichst bald etwas geschehen. Wir lassen diese Welle nicht über uns hinwegrollen. Jetzt, glaube ich, jetzt oder nie ist der entscheidende Moment gekommen. Eine Frage an Erwin Kress. Du bist ja einer der Autoren dieses HVW-Papiers.
am Ende des Weges, dass Sie hier auf den Infotischen finden. Da sind ja viele Positionen drin, die, denke ich mal, alle unsere Bündnispartner nur unterstützen. Aber in diesem Papier gibt es ja auch einen Vorschlag darüber, wie man die Suizidbeihilfe regeln könnte. Und ihr schlagt ein Gesetz im Strafgesetzbuch vor. Könntest du diese Konzeption kurz mal erläutern? Ja, es geht bei diesem Vorschlag eigentlich nur um die Rechtssicherheit. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, diese unklare Garantenstellung zu beseitigen, die heute eben einen Arzt, einen Polizisten, Feuerwehrmann oder wen auch immer, der einen Suizidenten antrifft, eigentlich dazu verpflichtet, ihn zu retten, ihm das Leben zu retten, nicht seinen Suizidversuch zu retten. Das ist der wesentliche Inhalt dieses Vorschlags. Und ansonsten stellt er nochmal klar, wer einem suizidwilligen, frei verantwortlichen Suizidenten bei seinem Sterben hilft, ist nicht strafbar. Also es geht in keiner Weise um irgendeine Verschärfung, sondern es geht nur um eine rechtliche Klarstellung. Wir haben ja heute Morgen schon sehr viel gehört von Unklarheiten, die es in diesem Rechtsbereich noch gibt. Man muss da sicherlich nicht ins Strafrecht schreiben, da bin ich kein Experte, würde Professor Hegenbauer vielleicht ganz anders sehen, vielleicht kann man es woanders unterbringen. Eine Variante haben wir von Professor Rosbuch gehört vorher. Auch darüber könnte man zum Beispiel das Garantenthema noch mit aufnehmen. Also wie auch immer man das macht, worum es geht in Deutschland, ist die Beseitigung von ein paar Unklarheiten und am Ende natürlich das, was auch Herr Strebel angesprochen hat, das Thema, wie macht man einen Suizid fachgerecht? Also Frage Betäubungsmittelrecht. Wenn Arnold noch mit der Kaffeemühle rumreißen muss, wenden sich alle ganz entsetzt ab, auch ein Ritter, und sagt, das ist ja ganz schlimm. Aber es ist eben die Praxis bei uns, weil Mittel der Wahl nicht zugelassen sind. Und da darf man sich nicht abwenden, sondern man sagen, was sind wir denn für ein blödes Volk, dass wir nicht in der Lage sind, das medizinisch sauber hinzukriegen. Okay, vielen Dank. Sie können auch wieder klatschen. Das üben wir da ein bisschen. Ja, Frau Will, als ehemalige Verfassungsrichterin und Juraprofessorin haben Sie sicherlich eine dezidierte Meinung dazu, wie man das gesetzlich gut verankern könnte. Wie sehen Ihre Vorstellungen dazu aus? Würden Sie das auch im Strafgesetzbuch machen? Ich glaube, das ist an. Ja, ich würde es im Strafgesetzbuch schreiben, ganz klar. Und ich vertrete diese Position auch gemeinsam mit meinem Verein, der Humanistischen Union. Also wir haben einen solchen Gesetzesvorschlag gemacht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil hier immer wieder festgestellt wurde, dass in der Praxis ganz hohe Unsicherheiten über die geltende Rechtslage existiert und selbst so mutige Menschen wie Dr. Arnold sich durchaus dann vor der Justiz fürchten, wenn der Staatsanwalt kommt und den entsprechenden Antrag stellt. Oder bei Herrn Arnold war es ja ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Ich denke, allein wegen der Klarstellungsfunktion, die das Ganze hätte, wäre es wichtig, dass der derzeitige Stand, den wir haben, also A, Erlaubnis der passiven Sterbehilfe, Erlaubnis der indirekten Sterbehilfe und Straffreiheit für den assistierten Suizid im Strafgesetzbuch stehen. Also wir fordern dann noch weiteres, aber ich denke, darüber müssen wir hier im Bündnis dann auch sprechen. Also die Klarstellungsfunktion, und dahinter gibt es, denke ich, auch gewichtige juristische Gründe.
Das, was wir hier vorgestellt haben, ziemlich übereinstimmend als geltende Rechtslage, ist Richterrecht. Und zwar entwickelt über die Rechtsprechung, dann abgesichert durch höchstrichterliche Rechtsprechung vom BGH. Der hat dann so judiziert und das bedeutet, dass der Gesetzgeber sich seiner Gesetzgebungsfunktion faktisch verweigert hat. Er hat nicht reagiert und das ist Teil der Tabuisierungsstrategie, die wir in der gesamten Gesellschaft haben, wenn es um das Sterben geht und das, was erlaubt ist. Als wir angefangen haben zu diskutieren über die Patientenverfügung, war relativ klar in der ersten Runde, dass es im Strafgesetzbuch muss. Damals hat Brigitte Tsipras als Justizministerin die sogenannte Kutscher-Kommission eingesetzt. Kutscher ist ein BGH-Richter aus dem Strafsenat gewesen und er hat ganz selbstverständlich vorgeschlagen, dass eine Regelung über passive Sterbehilfe und indirekte Sterbehilfe ins Strafgesetzbuch kommt. Erst als das Ganze im Kabinett gescheitert ist, kam dieser Ersatzvorschlag, es im Betreuungsrecht im BGB zu machen. Also darüber muss man sich klar sein. Und die Juristen haben auch 2006 auf ihrem Juristentag ziemlich einhellig einen Vorschlag für Strafgesetzbuch aufgeschrieben. Wichtig ist es über die Klarstellungsfunktion hinaus, auch deswegen, weil zwar der BGH vieles durchjudiziert hat, aber das Verfassungsgericht, was allein also unter den Gerichten die Möglichkeit hat, festzustellen, was verbindliche Verfassungslage ist, nicht in allen diesen Punkten bisher recht gesprochen hat. Das ist die Situation. Deswegen wäre es meines Erachtens nach ganz wichtig, dass auch der einfache Gesetzgeber, und zwar der Strafgesetzgeber, der das schärfste Schwert in der Hand hat, die Rechtslage klarstellt und sagt, an welcher Stelle Sterbehilfe straffrei ist. Also das ist eine Position, die wir vertreten und wir sind als Bündnis uns, denke ich, darüber einig, dass es natürlich nicht passieren darf, dass die jetzige Rechtssituation einfach verschlechtert wird durch ein Verbot, wie das der Gesundheitsminister angekündigt hat und wie es auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Darüber sind wir uns einig und wir sind uns auch darüber einig, dass die ärztlichen Regelungen der Landesärztekammer, die das den Ärzten untersagen wollen, weg müssen. Aber ich denke, man muss jetzt die gesellschaftspolitische Diskussion, die kommen wird, wegen des Vorstoßes von Kohle und der Großen Koalition, ummünzen in etwas Produktives, Positives. Und weiterhin das ist eine Frage jetzt des Bündnisses hier der Organisation, die wir untereinander diskutieren müssen. Wir haben schon mal andiskutiert und Herr Rossbruch hat das ja heute auch gemacht, dass es wahrscheinlich darauf ankommen wird, wenn jetzt die verschiedenen Entwürfe im Bundestag eingebracht werden aus den verschiedenen Abgeordnetengruppen, dass wir dann auch als Bündnis relativ klar sagen, was wir wollen in Form eines Gesetzesentwurfs. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bill. Ich denke, das ist auch ein Punkt, den viele jetzt teilen würden, dass der nächste Schritt auch wäre, dass wir etwas Alternatives vorstellen. Ich würde gerne Herrn Hilgendorf fragen, auch zu dieser gleichen Frage. Also er hat ja, soweit ich das verstanden habe, dafür plädiert, es eher nicht ins Strafgesetzbuch zu bringen, sondern es eher zivilrechtlich zu lösen. Und mich würde es interessieren, woher der Dissens von zwei so renommierten Experten kommt, die doch beide inhaltlich sehr ähnliche Positionen vertreten. Ja, das ist vielleicht kein wirklicher Dissens. Heute Morgen haben wir gesprochen über die Frage der Beihilfe zum Suizid, genau genommen und die Einführung einer Strafbarkeit dafür. Und ich bin der Meinung, eine Regelung der Beihilfe zum Suizid sollte nicht ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Das war die Botschaft. Eine ganz andere Frage ist die Frage, ob die bisherige Rechtsprechung, vor allem der Strafsenate, seit einiger Zeit auch der Zivilsenate, zum Sterbehilfethema allgemein aktiv
aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Umgang mit Patientenverfügung und so weiter, ob das nicht in einem eigenen Gesetz geregelt werden sollte, ein Sterbehilfegesetz. Und so ein Sterbehilfegesetz hätte überwiegend strafrechtlichen Charakter. Das wäre letztlich ein Strafgesetz und das kann man im Nebenstrafrecht positionieren. Man kann es aber auch ins Kernstrafrecht übernehmen. Im Kernstrafrecht hätte es den Charme, dass es sozusagen klarstellend wirken würde. Also das ist kein echter Dissens. Ich habe heute Morgen gesprochen über eine Regelung der Beihilfe zum Suizid. Ich habe gesagt, das darf nicht strafrechtlich erfolgen. Wir brauchen keine Strafnorm, wie das Herr Borasio und Taubitz und so vorgeschlagen haben. Wenn man das regeln will, sollte man es im Zivilrecht regeln. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die sehr klug ist, aber die sich auch so schrittweise vorgetestet hat, dass die jetzt nach 20 Jahren endlich mal in Gesetzesform kondensiert werden sollte. Das hat einen Grund, den die Kollegin auch angedeutet hat. Eigentlich sollten in einer Demokratie die wichtigen Fragen vom Gesetzgeber entschieden werden und nicht von Gerichten. Wir stimmen zwar dem Gericht hier zu, der BGH verdient Respekt und Zustimmung, aber das sind ein paar Leute in den Senaten, die treffen diese großen Entscheidungen. Wieso eigentlich? Das sollte die Bevölkerung tun durch ihre gewählten Repräsentanten und das muss in Gesetzesform festgegossen werden. Ich habe also aus demokratietheoretischen Erwägungen heraus schon ein gewisses schlechtes Gefühl dabei, dass hier Karlsruhe die Regeln vorgibt. Und wenn ich das noch anfügen darf, wir haben in Würzburg 3 Honorarprofessoren aus unseren Strafsenaten, Herrn Fischer, Herrn Schmidt, das sind die beiden berühmtesten, und Herrn Graf, der ist auch relativ berühmt. Und die erzählen, so wie das in so den Kantinen diskutiert wird am BGH, wie die zusammenkommen und dann wieder der Fall, es ist ja unmöglich, wir müssen was machen, macht die Politik was? Nein, die macht nichts, dann machen wir es, wir gehen durch, bis endlich mal der Bundestag entscheidet. Also insofern stimme ich der Kollegin vollkommen zu. Ich meine nur eine Regelung der Beihilfe, im schlimmsten Fall ein Verbot der Beihilfe im Strafgesetzbuch, das ist verfehlt, das sollte es nicht geben. Frau Wilhelmgratz, also erstmal können Sie wieder mal klatschen. Frau Wilhelmgratz hat gesagt, sie stimmt dem auch zu. Also wir haben jetzt ja offensichtlich keinen Dissens. Die Frage wäre dann eine strategische Frage, womit man vorbrecht in der jetzigen Situation. Man würde dann eben sagen, okay, das hier wäre das, was für das BGB zur Regelung der Beihilfe und das andere ist das Sterbehilfegesetz, das dann aber kommen muss, um endlich auch Klarheit in diese strafrechtliche Position reinzubringen. Ist das so? Also die Chancen, ein Sterbehilfegesetz durchzusetzen, sehe ich erstmal nicht. Also die Situation zurzeit ist so, dass man erstmal diesen schlimmen, gefährlichen Angriff abwehren muss. Aber es könnte sein, dass der Angriff sozusagen nach hinten losgeht und dass jetzt der Boden bereitet wird, endlich für ein vernünftiges Gesetz. Und es gibt etliche Gesetzgebungsvorschläge, schon Mitte der 80er, der Alternativentwurf Sterbehilfe, Entscheidung des Juristentages, Vorschläge von vielen Kollegen, auch unser Hauptstar Roxin hat sich mal dazu geäußert. Also es gibt Vorschläge in Höhle und Fülle, die auch vernünftig sind. Die könnte man umsetzen, aber ich bin da skeptisch. Ich sehe die Chancen erstmal nicht. Jetzt geht es erstmal darum, ein strafrechtliches Verbot der Beihilfe zu einem Suizid, was Leute wie Herrn Arnold in die Kriminalität drängen würde, so etwas zu verhindern. Das ist das Problem, vor dem wir jetzt unmittelbar stehen. Aber man könnte jetzt mit einem Vorschlag, wie dem von Herrn Rossbruch, kommen und sagen, das wäre unser Vorschlag, das über das BGB zu regeln und das wäre also etwas, was man machen würde. Ich wollte, bevor ich einen Rossbruch nochmal zu sagen, weil wir wollen auch darüber diskutieren, fragen, wie das Herr Strätling sieht. Sie haben das ja hier heute Morgen auch sehr prononciert dargestellt, wie die Situation ist und was man tun könnte. Würde Ihnen das helfen, wenn es eine solche Klarstellung noch im BGB gäbe oder würden Sie diesen Vorschlag nicht unterstützen? Noch einmal mehr, kein Grunddissens sozusagen. Ich bin ja so ausgewiesen, dass ich gesagt habe, eine Klarstellung des geltenden Rechts, in welcher Rechtsnorm auch immer, ob Strafrecht, da wäre persönlich aus dem Bauchgefühl meine Präferenz. Ich fremdele ein bisschen mit dem Gedanken, das ins bürgerliche Gesetzbuch zu tun. Da wäre ich vorsichtig mit einer Analogie zum Betreuungsrecht und zur Patientenverfügung. Da habe ich kein unüberwindbares Problem mit, solange es eben lediglich eine Klarstellung des geltenden Rechtes ist.
Hier kommen wir aber jetzt an die Rechtspolitik und da werfe ich einen Anker und sage ganz große Vorsicht bitte. Alle Initiativen, die da in den letzten Jahren waren mehr oder weniger genannt oder nicht genannt kaschierte Verbotsinitiativen. Also vorsichtig, es ist bisher, wir haben allen Grund zu ganz, ganz tiefen rechts- und gesellschaftspolitischen Misstrauen, erklärten Misstrauen gegenüber diesen Regelungssachen. Es sind alles verdeckte Verschärfungsvorschläge und da müssen wir ungeheuer auf der Hut sein. Frage kam nach der Strategie. Da würde ich doch sagen, wir ziehen uns, es ist eine rechtspolitische Diskussion, auf gute rechtspolitische Methoden zurück. Das heißt, wer regeln will, belegt zunächst einmal den Regelungsgegenstand, belegt den Regelungsbedarf, führt ausdrücklich aus, wie er denn bitteschön konkret regeln will. Meine Damen und Herren, was momentan strategisch alles hochgespuckt wird, wird, Verzeihung, ich sage es sehr brutal, hingerotzt. Ich habe inzwischen schon richtig keine Lust mehr. Bei den allermeisten Stellungnahmen lese ich nicht bis Seite, sondern bis Zeile 3 und stelle fest, die wissen nicht einmal, was das geltende Recht ist, geschweige denn, was die Rationalen davon sind. Sowas können wir nicht ernsthaft diskutieren und da müssen wir, denke ich, aufpassen, dass die ganze Kiste nicht zerredet wird. Deswegen wäre mein Vorschlag, wenn wir dann regeln, nein, bitte keinen zurück, unter keinen Umständen zurück unter geltendes Recht. Und bitteschön, wer regeln will, das ist die Gegenseite, ich hätte gerne mal ganz klare, widerspruchslose Regelungen vorgelegt. Und das ist eben die Kiste. Ich habe Ihnen die Liste gezeigt, der vielen Versuche, es zu regeln, ist alles da gewesen. Und wenn Sie dann irgendwie versuchen, es mit zusätzlichen Gültigkeitskriterien, Wirksamkeitskriterien und so weiter zu belegen, dann kriegen wir das nicht wertungswiderspruchslos hin. Und da kommen wir dann zur verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeit. Da heißt es von der Gegenseite, ja, wir wollen den theoretisch denkbaren Missbrauch einschränken. Und wenn wir das alles dann gut analysieren, stellen wir fest, auf der Seite ist eine große Null. Wenn wir dann auf der anderen Seite die Wertungswidersprüche analysieren, stellen wir fest, das betrifft absehbar Hunderte, wenn nicht Tausende Patienten pro Jahr. Deswegen bin ich sehr gelassen, was die Bewertung der verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeit der derzeitigen Initiativen betrifft. Da würde ich auch ausdrücklich widersprechen. Auch Horasio-Vorschlag kann von diesem Hintergrund überhaupt nicht verhältnismäßig sein, verfassungsrechtlich. Da ist eine Null, da sind Tausende von betroffenen Patienten, wo in Grundrechte eingegriffen werden. Also dieser verfassungsrechtlichen Beurteilung sehe ich doch mit großer Gelassenheit entgegen. Wir können regeln. Wie gesagt, ich habe es auch eingebaut, man kann es machen. Aber ganz tiefe Skepsis und ich empfehle im Zweifelsfall tiefes Misstrauen. Momentan sind das alles kaschierte Verbotsvorschläge. Insofern denke ich, bevor ich mich dahin gebe, um zu sagen, da fangen wir mal was Eigenes an auszugraben, hätte ich doch ganz gerne gesehen, was die denn tatsächlich für konkrete Regelungsvorschläge haben. Von denen, die auf dem Tisch liegen, hat keiner, nicht einmal ansatzweise eine Chance. Und ich denke, wir sind uns auch im Bündnis einig, dass wir denen auch keine Chance lassen werden. Ich werde jetzt noch einen Ausbruch zu Wort kommen lassen. Dann sind wir mit der ersten Runde hier durch. Und dann können wir auch das Podium schon gleich eröffnen, auch für Fragen. Aber ich möchte Herrn Rossbruch natürlich auch fragen zu seinem Entwurf. Er hat den ja natürlich auch aus einer politisch-strategischen Perspektive heraus entwickelt, weil er ja auch Erfahrung hat, nebenbei wir haben auch Erfahrung, nehmen wir mal die Gnadenbeschneidungsdebatte, da war eigentlich auch rechtslogisch klar, dass das, was der Bundestag da tut, eigentlich gar nicht funktionieren kann. Es verstößt gegen so viele Rechtsnormen. Und trotzdem haben sie es letztlich durchgesetzt, sodass man möglicherweise eben doch noch skeptischer sein muss, als das, was Sie schon vorgetragen haben, ja, wie viel Sachverstand da waltet, wenn solche Gesetze erlassen werden. Aber vielleicht erklären Sie nochmal, warum Sie es wichtig finden, gerade in der jetzigen Situation mit einem Alternativvorschlag zu kommen. Ja,
Also zunächst mal bin ich ganz bei Kollegen Lippendorf. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Regelungen und gegen Rechtssicherheit. Also das ist natürlich klar. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir mehr Rechtssicherheit auf die, auch im strafrechtlichen Bereich brauchen. Aber ich bin auch der Auffassung, dass das derzeit nicht durchsetzbar ist politisch. Im strafrechtlichen Bereich eine progressive Rechtsklarheit zu bekommen. Und deswegen mein Vorschlag, ins BGB das aufzunehmen. So etwas Ähnliches ist, wie gesagt, bei der Patientenverfügung auch gemacht worden. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Das ist keine Regelung im Betreuungsrecht, sondern das ist eine Regelung im 630i BGB, das sind die Patientenrechte, die aufgenommen worden sind. Das hat eine ganz andere Außenwirkung, sage ich mir, das sind die Patientenrechte aufzunehmen und nicht ins Betreuungsrecht. Es ist also kein Paragraph des Betreuungsrechts. Das ist ein großer Unterschied. Und ich denke auch, ich weiß nicht, was der Strafrechtler dazu sagt, ich bin kein Strafrechtler, aber dass die Gestattung der Suizidbeihilfe im BGB auch natürlich Auswirkungen auf die Garantenstellung hat. Also ich kann nicht im BGB das gestatten und im Strafrecht sagen, oder man muss eher sagen in der Rechtsprechung, aber wenn ihr jetzt geht, dann verstoßt ihr gegen eure Garantenstellung. Ich bin sowieso der Auffassung, dass das dass da sowieso keine Garantenstellung existiert in einem solchen Fall, aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber das Entscheidende ist, dass das auch irgendwo Auswirkungen hat auf die Garantenstellung. Das heißt also, wir haben mit dieser Regelung im Grunde genommen, was mir ganz, ganz wichtig ist, die Ärzte aus der Schlusslinie genommen, ohne Dritte einzuschränken. Dritte jetzt Angehörige bei der Suizidhilfe, denn da gilt nach wie vor das Strafrecht und da gilt nach wie vor die Straffreiheit für die Suizidbeihilfe, für Dritte. Und ich möchte, wie gesagt, ausdrücklich die Ärzte da rausnehmen im BGB und vor allen Dingen das Standesrecht dadurch auch ändern. Denn es ist klar, wenn eine solche Regelung im BGB jetzt endlich mal drin stünde, egal in welchem Gesetz jetzt, auch im BGB oder im Strafrecht, dann kann eine Ärztekammer solche Standesrichtlinien, solche Standesregeln nicht mehr verabschieden. Dann sind sie gesetzeswidrig. Das kann man heute bei dem heutigen Stand so eindeutig nicht sagen. Deswegen sagte ich ja schon, ich habe Probleme damit, dass das verfassungswidrig sein soll, wenn wir nicht diese pauschale Kriminalisierung haben, sondern eine Ausnahmeregelung. Wenn die drin ist und auf solche Ideen kann eine Ärztekammer kommen, dann habe ich die Probleme zu sagen, das ist verfassungswidrig, wenn diese Ausnahmeregelung verhältnismäßig sind. Ja, bevor wir in die Runde gehen, hier gibt es doch Redebedarf noch. Frau Will wollte was dazu sagen und Herr Stein. Ja, ganz kurz. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass diese ärztlichen... Wir sind nicht ans Mikrofon. Ja, Entschuldigung. Also Jonas Schoenhorn hat von Anfang an gesagt, dass die ärztlichen Berufsregeln, die den assistierten Suizid und die Sterbebegleitung behindern, verfassungswidrig sind. Aber er hat insofern recht, als es nicht festgestellt ist. Feststellen kann die Verfassungswidrigkeit dieser Regeln nur ein Verfassungsgericht. Also auch die davorliegenden Fachgerichte können darüber entscheiden. Also das VG Berlin kann das verwerfen. Aber es ist nicht verbindlich, es ist eine Einzelentscheidung. Erst das Verfassungsgericht kann das zum Gültigen machen und da muss man sagen, ist die Politik der zuständigen Ärztekammer natürlich relativ klug, dass sie ganz wenig tatsächlich dann versuchen durchzusetzen. Sie wissen ganz genau, dass Ärzte sich nicht daran halten, aber sie gehen nicht wirklich gegen sie vor aus berufsrechtlichen Gründen oder nur in Einzelfällen. Und dann versickert das auf unterer Ebene der Gerichtsbarkeit. Und solange wir jemanden haben, der tatsächlich belastet ist und mit einer Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgericht kommt, ja, haben wir nicht die Feststellung darüber, dass es so ist. Ich bin der Überzeugung, es ist verfassungswidrig.
Das kann ich sagen, als Wissenschaftlerin, als Rechtspolitikerin, als Mitglied der Humanistischen Union. Aber deswegen gilt es noch nicht und ist noch nicht verbindlich festgestellt. Das ist der Punkt. Darf ich kurz nur nachfragen? Ist es auch aus Ihrer Sicht verfassungswidrig, wenn wir die Ausnahmeregelungen hätten, die verhältnismäßig sind? Also, wie gesagt, die haben ja auch schlaue Juristen, die Ärztekammer. Und wenn die solche standesrechtlichen Regelungen hätten mit einer Ausnahmeregelung, die verhältnismäßig ist, ob Sie dann auch der Überzeugung sind, dass das verfassungswidrig ist? Das würde mich jetzt interessieren. Also ich habe Probleme grundsätzlich mit dem Schaffen von Ausnahmeregeln. Also insofern ist der Borasius-Vorschlag, der gezielt ja auf eine Ausnahmeregelung und Sie ein bisschen auch. Was Sie machen, egal wo Sie es hinschreiben, es ist im Grunde genommen systematisch Strafrecht. Also weil es sagt, hier schaffen wir Ausnahmen und regeln das, was eigentlich im Strafrecht derzeit straffrei ist, ein bisschen anders und engen das ein. Und ich habe große Bedenken, ohne jetzt Strafrechterin zu sein, also da würde ich immer meinen strafrechtlichen Kollegen sehr genau zuhören, dass wir das erstens so wie vorgeschlagen bei Ihnen und bei den Patientenrechten, also letztlich dann doch im bürgerlichen Recht unterbringen. Und zweitens mit diesen Ausnahmeregelungen nicht Verengungen des Zustandes haben, schaffen, den wir jetzt haben. Also das ist der Punkt bei mir. Vielleicht doch noch mal weiter zwischen. Ausnahmeregelungen habe ich jetzt nicht in meinem Vorschlag. Ich spreche von den Ausnahmeregelungen in den Standesrechtsverordnungen. Also nicht im Strafrecht, sondern in den Standesordnungen. Also wenn jetzt das VG Berlin hat ja festgestellt, es ist deswegen eigentlich mehr oder weniger verfassungswidrig, weil wir eine pauschale Kriminalisierung der Beihilfe haben. So, daraus könnte man jetzt schlussfolgern, okay, wenn diese Kriminalisierung nicht pauschal ist, sondern die Ärzteordnungen eine Ausnahmeregelung machen, die verhältnismäßig ist, ob das dann noch verfassungswidrig ist, das ist meine Frage. Entschuldigung, da habe ich Sie missverstanden. Ich war jetzt auf einer ganz anderen Schiene in die Straffreiheit der Beihilfe zum Suizidraum zu gehen. Oder eben zu sagen, es ist gar nicht mal eine Beihilfe, ist möglich, weil eben die Haupttat keine Straftat ist. Das, was Sie meinen, wenn die Ärztekammer in ihrem Berufsrecht dort Ausnahme macht, ich denke, es ist nicht eine Frage von Ausnahmen, an der die Verfassungswidrigkeit dieser berufsrechtlichen Normen hängt, sondern es ist die Frage generell, dass eine Satzungsnorm überhaupt nicht in der Lage ist, das, was die Verfassungsordnung vorgibt, in irgendeiner Weise einzuschränken, so wie sie es tut. Natürlich kann man jetzt sagen, die Grundrechte, die wir in Bezug nehmen, ob Handlungsfreiheit, Selbstbestimmungsrecht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, oder Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die haben ja alle Gesetzesvorbehalte, die auch im Satzungsrecht dann genutzt werden könnten. Aber ich denke, der Punkt ist an der Stelle, dass sie das, was eigentlich grundsätzlich existiert, an Freiheitsrecht, wenn ich das jetzt in Berufsregeln verengend transportiere, in einer Weise einengen, dass es nicht mehr verhältnismäßig ist. Also das würde ich am Ende immer sagen, auch mit Ihren Ausnahmeregelungen, die Sie jetzt zur Diskussion stellen. Es bleibt dabei, weil Sie dort in einer Weise grundsätzlich reingehen, dass die Verhältnismäßigkeit unterlaufen ist. Okay. Aber das kann man jetzt juristisch natürlich noch verfeinern, würde ich auch können, aber ich denke, das ist jetzt nicht so für das Gesetz. Herr Sträting hatte sich noch gemeldet und Herr Helgenjoch zu genau dieser Frage. Ja, das wollte ich mir machen und dann würde ich auch gerne den Christian Arnold noch begrüßen, der es geschafft hat, sein Tagesthemen-Interview hinter sich zu bringen. Achso, er ist zurückgerannt. Mitten im Interview. Sie kommen gleich wieder zurück. Okay. Ja, zunächst einmal würde ich auch gerne aufpacken, was Frau Will gerade nochmal gesagt hat. Ich glaube, ein bisschen Erbarmen mit unserem Publikum. Das sind sehr, sehr hochspezifische Diskussionen. Das gehört in die entsprechenden Anhörungen im Bundesrat, wenn nicht unbedingt.
möchte trotzdem, weil es angesprochen ist, ganz kurz versuchen, ich hoffe, es bleibt einigermaßen verständlich, daraus folgt mit Ihrer ärztlichen Sondergesetzgebung im BGB, die wie gesagt, ich fremdle ein bisschen damit, ich bin mir nicht sicher, was Ihnen gewonnen ist. Ich hatte Ihnen dargestellt, Suizidhilfe kann unter gar keinen Umständen tatsächlich nur ärztlich laufen. Ich verstehe nicht so ganz, was dann gewonnen ist, wenn wir letztlich auch regeln müssen, theoretisch zumindest, wie man denn dann die besonders umstrittenen Vereine regelt, die wir nicht regeln wollen, oder nicht ärztliche Berufsgruppen, die sagen, in ihrer Regel ja dann nach wie vor straffrei werden, aber im Strafgesetzbuch, aber dann auf der anderen Seite nach derzeitiger Diskussion für regelungsbedürftig empfunden würden vom Gesetzgeber. Also da ist dann auf einmal nicht vollständig geregelt. Da fremde ich mit der Fähigkeit nicht so wirklich den großen Gewinn. Zu Ihrer Argumentation mit den Ausnahmeregelungen, da würde ich doch ganz bewusst widersprechen. Wichtig ist, das ist jetzt mehrfach angesprochen worden, die Auswahl der Tage, der Dreh- und Angelpunkt bei Ausnahmeregelungen ist immer die Verhältnismäßigkeit. Und das hatte ich ja schon erwähnt, da haben Sie auf der einen Seite eine große Runde Null und auf der anderen Seite haben Sie recht, haben Sie massive Eingriffe in Patientenrechte und Rechtssicherheit für die Betroffenen. Und ich lebe in einem Land, meine Damen und Herren, das momentan die gleiche Diskussion hat, aber an denkbar schlechteren Grundvoraussetzungen, weil in Großbritannien tatsächlich der assistierte Suizid strafbar ist. Und aber auch nicht im öffentlichen Interesse, es gilt, ihn strafrechtlich zu verfolgen. Die Regelung, die man derzeit hat, unterhalb der Gesetzesebene und der Gerichtsebene sind Ausnahmeempfehlungen, dann und dann wird halt eben nicht strafverfolgt. Es gibt eine 35 Positionen-Punkte Empfehlungsliste der britischen Generalstaatsanwaltschaft. Das ist extrem widersprüchlich, es ist nicht, damit können Sie nicht umgehen und Sie haben letztlich auch nur die Aussage, wenn dieses Kriterium vielleicht erfolgt, ist allenfalls Ihre Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie strafverfolgt werden. Meine Damen und Herren, Rechtssicherheit sieht sicherlich anders aus. Und also das heißt, wir haben, letzter Punkt, diese ganze Diskussion x-mal durchgehechelt. Wir kriegen letztlich, wenn wir zusätzliche Wirksamkeitserfordernisse, Ausnahmen definieren, es nicht widerspruchsfrei geregelt. Es wurde ja schon immer wieder diskutiert, was zu regeln. Es gab ja viele Sachen und es ist immer aus denen, wie das Hornberger Schließen, weil wir eben am Ende festgestellt haben. Also das, ich denke, dann, also die Ausnahmeregelungen, Verhältnismäßigkeit, das sehe ich nicht. Und ich denke, ich würde noch mal sagen zum letzten Punkt von Frau Will, die Frage, wie gehen wir mit den Kammern um? Ich denke, wir sind uns einig, das ist rechtsfehlerhaft. Meine Position wäre dazu, dass wir das machen, dass wir das ein bisschen von der juristischen Ebene runterholen und zwar auf die politische Ebene setzen. Und zwar einfach Folgendes sagen: Liebe, vor allem SPD-Regierungsländer, ihr habt für eure Landesärztekammern ärztliche Berufsordnungsrecht genehmigt, das rechtsfehlerhaft ist. Das hättet ihr gar nicht genehmigen dürfen. Wir machen euch hiermit darauf aufmerksam, das ist rechtsfehlerhaft. Und jetzt macht mal bitte Folgendes, ihr überprüft das, ihr stellt fest, es ist rechtsfehlerhaft und ihr zieht die Genehmigung zurück. Und dann kann die Ärztekammern werden natürlich Zerf und Mordio schreien und drohen. Ich glaube aber nicht, sie werden klagen, weil sie eigentlich, denke ich, wissen, dass sie keine Chance haben. Ich denke, wir sollten, also mein Plädoyer wäre, lassen Sie uns das als politische Forderung machen. Lassen Sie uns unsere Politiker, die sagen, sie wollen Suizidhilfe für Ärzte ermöglichen, beim Wort nehmen und sie festlegen, dann macht das doch mal so. Ja. Also, es war noch nur eine Meldung von Herrn Gilgendorf, der hat nämlich die politische und die rechtliche
Ja. Politische, das ist ja nicht nur eine rechtstheoretische Frage. Manches ist eben rechtsdogmatisch, einsichtig, aber leider eben politisch nicht zu vermitteln, weil es eben keine Politiker gibt, die darin irgendein Interesse erkennen können, das zu Widerwahl führt. Ja, ich wollte auch also dazu beitragen, dass Dinge etwas verständlicher werden und vielleicht auch dann etwas politischer werden. Zur Klarstellung, also wir sprechen über sehr viele Gebiete mehr oder weniger gleichzeitig. Die eine Frage ist, braucht man ein Sterbehilfegesetz, in dem etwas geregelt ist wie passive Sterbehilfe, ein Arzt endet die Behandlung, aktive Sterbehilfe, ein Arzt setzt eine tödlich wirkende Spritze auf mit Zustimmung des Betroffenen. Assistierter Suizid, der Arzt hilft bei der Selbsttötung. Was sind die Voraussetzungen einer rechtswirksamen Einwilligung in dem Kontext? Wie geht man mit Sterbehilfevereinigungen um? Und. Das wären alles Themen eines Sterbehilfegesetzes. So ein Gesetz wäre überwiegend strafrechtlich und das macht Sinn. Ich sehe es nur derzeit nicht. Das Klima ist ein anderes. Das Klima zielt ab auf eine Verschärfung des Strafrechts in einem ganz eng begrenzten Bereich, nämlich die Einführung einer Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid durch Ärzte. Das ist etwa das, was Horacio vorgeschlagen hat, mit einer Ausnahmeregelung. Herr Gröhe will das wohl ohne Ausnahmegenehmigung. Mein Plädoyer heute Morgen war, wir sollten kein strafrechtliches Verbot in diesem Bereich einführen. Und die dritte Dimension, das sage ich vielleicht noch mehr als drei, aber die dritte, das ist das Garantenstellungsproblem. Das muss Sie alle total verwirrt haben, weil wir das auch gar nicht hier besprochen haben. Da geht es um die Frage, kann sich ein Arzt dadurch strafbar machen, dass er straffrei einem Patienten hilft, dann aber vor Ort bleibt. Also er gibt ihm ein tödlich wirksames Medikament, die Patientin schläft ein, er bleibt dabei, er hält die Hand, er will noch irgendwie körperliche Nähe, er vermittelt. Und dann kommt der Staatsanwalt und sagt, ja, okay, solange Sie nicht Tatherrschaft hatten, waren Sie nur Gehilfe, es ist straffrei. Als die Frau bewusstlos wurde, ging die Tatherrschaft an Sie über, Sie wurden Täter. Und dadurch, dass sie nicht eingegriffen haben, haben sie sich wegen Körperverletzung oder Totschlag sogar durch Unterlassen strafbar gemacht. Das kann man nur, wenn man eine Garantenstellung hat. Und da ist eben die Diskussion seit 25 Jahren in der Dogmatik und Strafwissenschaft, haben diese Ärzte eine Garantenstellung oder nicht. Da man nicht weiß, wie die Gerichte entscheiden, sind die Ärzte klug und verlassen den Ort des Geschehens mit der fatalen Folge, dass die Patienten zum einsamen Sterben verpflichtet sind. Wer da ist und helfen könnte, kann nicht sicher sein, dass ein Staatsanwalt nicht sagt, Sie haben eine Garantenstellung, Sie müssen helfen. Und darauf zieht dieser Gedanke hier, dass man gesetzlich festschreibt, er hat keine Garantenstellung. Das macht also Sinn, aber das ist ein drittes Problem, das ist ein Sonderproblem. Und ich würde meinen, wir sollten jetzt nicht zu sehr uns in strafrechtsdogmatische Details verlieren, obwohl mir persönlich das viel Spaß macht. Das ist mein tägliches Geschäft, sondern auch vielleicht auch mal die politische, auch religiöse Dimension, wenn Sie das wollen, ansprechen, Durchsetzbarkeitsfragen. Also es gibt eine Menge Probleme auch außerhalb der Strafrechtsdogmatik, die man auch thematisieren könnte. Die Frage ist ja, wie gehen wir weiter vor? Politisch ist jetzt. Können wir gleich das eröffnen, aber ich möchte wenigstens noch einmal Christian Arnold zu Wort kommen lassen, der zu spät jetzt hier hinkam, weil er verpflichtet war mit den Medien. Christian, es ist ja so, dass du diese modifizierte Garantenpflichterklärung eben unterschreiben lässt. In der Situation ist es, und bisher ist das ja auch nicht von Gerichten, Frage gestellt worden, sondern es ist bestätigt worden, dass gewissermaßen der Arzt vom Garanten des Lebens zum Garanten des Sterbens werden kann. Glaubst du, dass, du hast es ja heute Morgen mitbekommen, da war der Vorschlag von Herrn Rosbruch, dass das zusätzliche Sicherheit geben würde, wenn es eine solche Klausel im BGB gäbe, in Paragraphen, Hilfe zur Selbsttötung, würden sich dann mehr Ärzte trauen? Ja, es kann sein. Die Frage ist, wir müssen sich auch erstmal von Rechtsanwälten, die das da auskennen, beraten lassen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich kann nur aus der Praxis erzählen, wie es da läuft. Und in der Praxis ist es so, dass eben ich Professor Helge würde ja sagen, das geht oder nicht. Also jedenfalls einige Rechtsanwälte haben es gesagt, Herr Putz oder Gräfer oder Kutzer, dass ein Mensch in einer letzten Patientenverfügung bestimmen kann, dass wenn er nicht mehr urteilsfähig ist, wenn er
Brüssel ist, dass er dann mir verbietet, meine Garantenpflicht an ihm vorzunehmen, sozusagen, oder zu erfüllen. Er tritt die ab. Und das ist der Witz, ist die Erfahrung ist die, dass in mehreren Fällen ist es also auch so geschehen, einmal mir und zweimal im Raum München, im bayerischen Raum, dass eben Angehörige dabei geblieben sind, obwohl die Menschen versucht, sich suizidiert haben, und sie haben so lange gewartet, bis die dann verstorben waren, und dann kommt ja die Ermittlung, unnatürlicher Tod erklärt, und dann kommt die Kriminalpolizei. Und in keinem Fall hat ein Gericht ein Verfahren eröffnet. So sieht die Praxis aus, aber das ist eben Rechtsunsicherheit. Wir wissen nicht, es kann auch mal irgendwo ein wild gewordener Staatsanwalt das anders sehen. Okay, da müssen wir uns dann auch wieder auf die Bundesgerichte wahrscheinlich verlassen, wir würden dann durch alle Instanzen gehen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass bei dem wohlwollenden Verhalten der nächst höhere Richter letzten Endes jemand verurteilt wird. Also das haben wir ja bei Herrn Putz gesehen. Nicht? Also so sieht das eins, was ich sagen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich bin kein Jurist, aber wenn ein Patient bei vollem Bewusstsein, und man könnte das ja machen vor laufender Kamera oder man könnte das handschriftlich machen lassen, solche Erklärung abgibt, dass die nicht auch über den Bewusstseinsverlust hinaus gilt, dann dürften ja, dann würde gar auch kein Testament gelten oder irgend so etwas. Weil man sagt, er war vorher im Liebeswahn und hat es seiner Freundin vermacht, das ganze Haus und das ganze Geld. Das wird ja immer wieder versucht, aber das geht ja auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob man diese Parallele, ob die erlaubt ist, aber es ist meiner Meinung nach rechtlich hinaus gleich. Gut, jetzt, ich habe eben schon gesehen, da war eine Frage gewesen. Haben wir ein Mikrofon, das hier umreicht? Es sind mehrere Fragen schon da. Also die erste Meldung war bei Ihnen, aber gut, jetzt erstmal dorthin. Müssen wir rüber. Zwei Fragen. Einmal, wir haben jetzt gehört über die Widersprüchlichkeiten zwischen dem Strafrecht und den Ärzteberufsordnungen und dass die Bundesärzteberufsordnung nochmal anders ist als die Länder der Ärzteberufsordnungen und dass es gewisse Länder gibt, die so sind und welche, die so sind. Ich wüsste mal ganz praktisch, wie es in Berlin und in Brandenburg faktisch ist. Berlin, die haben sich einer gemäßigten Regeln angeschlossen. Wir haben einstimmig beschlossen, einstimmig merkwürdigerweise, dass ein Arzt das nicht soll, aber er darf. Brandenburg umgekehrt. Oder? Stimmt das nicht? Ich glaube schon. Brandenburg umgekehrt. Das ist sehr makaber, denn das ist ja ein ehemaliges DDR-Land, aber so ist es halt. Ne? Die sind nämlich normalerweise progressiver im Osten der Republik. Aha, also er soll nicht, aber er darf. Sie sagen, es ist keine ärztliche Aufgabe, aber er sollte es nicht tun, aber er kann es tun. Also wir werden ihn nicht verfolgen. Das ist noch komischer, noch makaber wird es ja in Nordrhein-Westfalen. Die haben nämlich dort zwei Landesärztekammern, die sind aufgeteilt. Und da herrscht es in dem einen so und im anderen ist es nicht. Also das ist völlig obstrus. Aber ich sage, es gibt eine Berufsordnung der Bundesärztekammer, die gibt es nicht. Es gibt nur Empfehlungen. Die haben überhaupt nichts, das ist ein Quatschclub. Das ist ein Diskutierclub, die Bundesärztekammer. Mehr sind die nicht. Muster. Die können Muster entwerfen. Muster ohne wäre sehr schön. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar in dem Film, der gestern gezeigt wurde, da wurde eine Infusion mit Pentobarbital appliziert bei diesen zwei alten Leuten. Und das ist ja, glaube ich, ein Mittel, mit dem Tiere normalerweise zu Tode gebracht werden. Bitte? In Deutschland, okay. Das heißt, es ist nicht für menschliche Applikation zugelassen, wenn ich es richtig verstehe. In Deutschland. In Deutschland. Wir sind in Deutschland. Vielleicht nur völlig, wenn wir über Deutschland reden. Die ganzen anderen Spezialitäten. Okay. Aber es gibt ja so Mittel wie Phenobarbital und es gibt noch diverse andere Barbiturate, die ja nicht so wirklich anders wirken als Pentobarbital. Die haben vielleicht eine andere Pharmakodynamik und so, aber das lässt sich ja alles applikationstechnisch irgendwie modifizieren. Wie sieht denn das praktisch aus mit dem Betäubungsmittelgesetz und was sind das für Stoffe, die Sie zum Beispiel anwenden, so ganz praktisch betrachtet? Also die anderen Barbiturate, die es gibt, die sind auch im normalen Privatrezept zu verordnen, da brauchen Sie kein BTM. Und ich warne nur, diese Medikamente einzusetzen, das geht, es funktioniert wohl, ich habe es noch nicht ausprobiert, habe keine Lust dazu. Aber die Menschen, das wirkt langsam, die brauchen 2-3 Tage, bis das wirkt beim Luminal.
Und dann sollen die dazu noch eine Flasche Wodka oder Whisky trinken. Ich weiß nicht, ob schwerkranke Menschen das können, eine große Menge Alkohol trinken. Und sie müssen eben 3 Tage mindestens unbeobachtet bleiben. Abgesehen mal von der Frage, wie würdig das ist und wie, die Umschildern sind auch für Angehörige. Also das kann man nicht empfehlen. Wer ist denn heute noch 3 Tage unbeobachtet in dieser Welt? Und vor allem, wenn er sehr schwer krank ist, ja, vielleicht Pflegedienst hat oder sowas. Aber medizinisch sind die Sachen nicht zu empfehlen. Da muss man sehr hohe Dosen nehmen und das ist schwierig. Also was ich nehme, ist ganz normal ein Privatrezept. Ja, auch eine hohe Dosis, auch nicht sehr angenehm. Aber das, was in der Schweiz gemacht wird, also das, was Sie im Film gesehen haben, ist natürlich die ideale Methode. Wenn Sie es oral machen, das ist auch nicht so angenehm. Das ist, Frau Wetzner hat da mehr Erfahrung wahrscheinlich. Also 100 Milliliter Natriumpentobarbital zu trinken, ist auch nicht gerade so mal ein kleines blondes Trinken. Ja? Ich darf das gerade noch ergänzen. In der Schweiz wird der Freitodhefe seit 1984 angewendet. Und da hat man auch versucht, erstmal mit Phenobarbital und allen anderen Möglichkeiten. Das Barbiturat gibt es ja noch als Basismaterial. Das gehört noch in die Epilepsiebehandlung, Medikamente für Epilepsiebehandlung rein. Insofern haben es gewisse Apotheker noch vorrätig, aber die meisten eben nicht mehr, weil ja kein Apotheker heute mehr seine Medikamente selber mixt. Ist auch in der Schweiz ziemlich schwierig, das zu bekommen. Aber im Laufe der Jahre hat man auch dort festgestellt, Phenobarbital wird eben aber nur sehr langsam und dazu ist man langsam auf das Pentobarbital gekommen. Auch das nur in Pulverform zunächst einmal und es ist schon wahr, es schmeckt abscheulich bitter, aber die meisten unserer Patienten sagten, das ist mir völlig egal, wie das schmeckt, es ist das letzte Mal und ich darf sie mit einem Schluck Whisky runterspülen. Das ging also auch. Aber die ganz sichere Methode ist sicher mit dem Hähnelchen, mit der Tropfinfusion. Das ist aber noch relativ jung in der Schweiz. Aber noch ein letztes Wort zur Bundesärztekammer, die sich vielleicht Muster nehmen könnte an der Schweizer Ärzteverordnung. Dort hat man ja auch bis 1986 lange rumgedoktert mit den Formulierungen. Und dann hat man den Text insofern verändert, als man sagte, der Arzt sollte keine Freizeitbegleitung durchführen. Und mit diesem kleinen Wort sollte, ist die Tür ein Spalt breit offen. Das reicht völlig, um in der Schweiz legal helfen zu dürfen. Das würde ich mir wünschen. Das würde völlig genügen für Deutschland auch. Als Mediziner, ich kenne auch die Zeiten, wenn die Leute mit Barbiturat und so eingeliefert wurden, haben sie jemand gefunden, die wurden gerettet und verbrachten den Rest des Lebens als Geistertiefflieger. Und das war, da waren wir froh, als die Barbiturat endlich verboten waren, denn mit Valium konnten die das nicht so machen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man sich nun hofft auf Freigabe oder Durchlöcherung des BTM-Gesetzes so darauf konzentriert, auf das Gehirn. Das Gehirn kann auch nur arbeiten, wenn das Herz arbeitet. Und wir haben schon seit Jahrzehnten an der Uni Klinik, und ich weiß, dass heute deine Kollegin das auch machen, aufs Herz uns da konzentriert, wenn der so eine Infusion hatte, wenn man dann zeugenfrei Kalium infundiert hat, da war der sofort ausgeschaltet, das ist ein Herzstillstand. Und hat den Vorteil, es ist nicht nachweisbar, weil Kalium sowieso im Todesfall aus einer roten Blutkörperchen austritt. Ich selber helfe Patienten heute und einige angestiftete Internisten machen das auch, nämlich 2 herzblockierende Medikamente in hoher Dosis verordnet. Dann haben Sie keine Sorgen mit dem Betäubungsmittelgesetz. Also, da müssen wir uns halt mal privat treffen und darüber mal diskutieren. Ich warte immer schon auf solche Diskussionen. Ich mache das ja auch. Das Isoschin hat ja als Nebenwirkung die Bradykardie, das ist genau das, was Sie ansprechen. Und die führt eben dann, dass das Herz immer langsamer schlägt und dann bricht der Kreislauf zusammen und dann haben sie genau den gleichen Effekt. Das würden sie auch mit Beta-Blockern schaffen, hoher Dosis machen ja auch manchmal. Aber ich habe eben keine Erfahrung. Wer hat ja was? Ich steuere hier ganz konkret sehr interessante Erfahrungen zu, die ich auch kenne. Aber ich habe keine Ahnung, man müsste dann sich überlegen, wie kann man eben so weit wie möglich praktikablen und legalen Rahmen andere Medikamente einsetzen, sodass man wahrscheinlich dann gar keinen Pentobarbital braucht. Ja, also vielleicht andere Fragen? Na ja, eine Frage einfach auf das Thema. Da gibt es ja im Moment eine Frage habe ich nochmal.
Weil man liest doch oft genug in der Zeitung, auch in den Berichten habe ich darüber gesehen, Kohlenmonoxid, wie ist denn das eigentlich? Bei den Autos nicht mehr. Aber wenn einer so weit will, der legt sich selber in so einen Raum rein. Kein Arzt muss überhaupt noch irgendwas machen. Derjenige legt sich freiwillig da rein. Der Raum ist vorbereitet. Also das kann alles sehr schief gehen. Es gibt mehrere Bücher, die darüber berichten. In Holland gibt es eine Stiftung, die sich mit dem humanen Sterben beschäftigt. In diesen Büchern findet man das. Aber ich denke, dass wir das nicht hier zum Thema machen sollten im Rahmen dieses Kongresses. So, ich weiß nicht, wer hat das Mikrofon? Da vorne? Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Gesetzentwurf, der heute vorgestellt worden ist. Angenommen, man sagt, es gibt ein Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Wie rechtfertigen Sie dann, dass Sie in Ihrem Absatz 1 das auf bestimmte Ausnahmefälle beschränken wollen und nicht sagen, jedermann hat das Recht auf einen fallverantwortlichen Suizid? Wie kommt es, dass Sie es auf die Fallgruppe der unheilbar Kranken beschränken? Das liest man ja sehr häufig, aber meistens fehlt es dann doch an der Begründung und man merkt, das ist sehr ergebnisorientiert, dass man eben Bilanzsuizide beispielsweise rausstreichen möchte aus einer Regelung. Und es würde mich einfach mal interessieren, wie Sie das begründen, dass Sie es auf diese speziellen Ausnahmefälle reduzieren möchten. Das ist ein sehr guter Wahlkampf, eine sehr gute Frage. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe es nur so begrenzt auf diese schwere Erkrankungen und auf dieses Leiden, um überhaupt eine Grenze zu machen, weil es nur so realistisch ist. Also von meinem Herzen her, von meinem Verstand her, würde ich das viel weiter fassen. Ja? Das ist eigentlich für mich eine Eingrenzung, die ich unter dem Begriff des Selbstbestimmungsrechts, ist das eigentlich ein Widerspruch. Ja? Man kann das gar nicht begrenzen, man müsste das offen machen. Trotzdem wäre es unrealistisch, eine so offene Situation, gerade auch in der heutigen Diskussion, in der politischen Diskussion, zu machen. Und im Übrigen auch die Holländer haben das auf diese beiden Kriterien auch sehr stark beschränkt. Also es ist zwar in der Praxis, wird es erweitert in Holland, aber im Gesetz steht es so begrenzt drin. Ja. Herr Grindendorf hat sich dazu auch gemeldet. Und ich würde auch gerne vielleicht ein bisschen bei dem Thema bleiben, ob das ein vernünftiger Vorschlag wäre, ob wir damit tatsächlich mit diesem Bündnis nach vorne treten können und etwas in diese Richtung zu machen. Ich halte die Frage für sehr wichtig und interessant. Wer das Recht hat, sich zu suizidieren. Grundsätzlich steht die allgemeine Handlungsfreiheit, wenn wir das Recht dort verorten, bei jedem Erwachsenen zu. Aber es gibt auch Gesichtspunkte, die dafür sprechen, einen gewissen Übereilungsschutz einzubauen. Also nehmen wir an, wir haben einen Teenager, der zum ersten Mal unglücklich verliebt ist und sein Mädchen wendet sich einem anderen zu und erklärt nun, er wird nie wieder eine Freundin finden, er möchte sterben und er findet einen Arzt, der ihm tatsächlich ein entsprechendes Mittel gibt. Das ist völlig, also der Zustand wäre völlig unerträglich. Selbst wenn der Junge hochintelligent ist und volle Noten hat in der Schule, eine Woche vergeht, dann lernt jemand anders kennen und der denkt völlig anders. Also man muss irgendwelche Grenzen ziehen. Deswegen neige ich dazu, tatsächlich rechtliche Regelungen auf unheilbar Kranke festzuschreiben, vielleicht sogar noch engere Kriterien zu wählen. Es gibt dann einen Bereich davor. Diesen Bereich würde ich gar nicht eigens regulieren, sondern ich würde hier der Intelligenz und dem Ethos der Ärzte trauen, die mit solchen Situationen schon vernünftig umgehen werden. Wir haben ja ein ganz ähnliches Problem im Kontext von Schönheitsoperationen, will ich jetzt nicht ausführen, aber da geht ja grundsätzlich auch, da kann jeder 17-Jährige, 16-Jährige kommen mit weitestgehenden Wünschen. Aber die Ärzte sind zum Glück, weil ihr Ethos nur noch stark ist, nicht bereit, einer gesunden 12-Jährigen riesige Brüste zu applizieren oder einem jungen Mann, der ein Faible hat für Mick Jagger, quasi eine künstliche Alterung aufzuerlegen oder jemanden aussehen zu lassen wie Michael Jackson. Möglich wäre das alles. Zustimmen kann der Junge im Prinzip auch, aber die Ärzte machen das nicht und das ist auch, finde ich, gut so. Ja, es geht ja auch hier nicht darum, das Recht auf Selbsttötung, das wird ja nicht bestritten. Es geht auch hier darum, um die Frage der Hilfe zur Selbsttötung. Ja, und wann könnte diese legitimerweise auch eingefordert werden von der Gesellschaft? Wo müsste die Gesellschaft denn auch entsprechende Hilfsangebote schaffen? Ja, darum, um diese Frage geht es eigentlich. Also von deiner Perspektive, du könntest so etwas, ich meine, wir reden jetzt nicht über die Details, aber
das wäre auch aus deiner, nicht nur aus deiner Erfahrung als Jura-Professor, als Strafrechtler, sondern eben auch als, aus deiner Erfahrung als jemand, der auch die Politik berät, wäre das in der jetzigen Situation vernünftig, in diese Richtung vorzubrechen? Also meines Erachtens ist das ein Weg, den man andenken kann. Wenn ich die Zeitung richtig interpretiere, sind das drei Vorschläge, die auch Herr Hinze erwägt. Und im Prinzip könnte man das so machen. Das wäre eine Klarstellung im Zivilrecht, die auf Strafrecht natürlich auswirkt, genauso wie die Patientenverfügung stark auf Strafrecht ausgewirkt hätte. Schlimmeres würde verhindert, man schafft rechtliche Klarheit, müsste dann aber mittelfristig weitergehen, um ein echtes Schreibhilfegesetz zu schaffen. Herr Ingress zu dem Thema? Ja, also ich habe da auch ein bisschen Bedenken, wenn man die Bedingungen für die Hilfe so stark einhängt. Am extremsten macht das zurzeit Hinze, bei Blasberg, das nochmal ganz, bei Blasberg nicht ganz so deutlich, vorher bei Ihnen sehr viel deutlicher, dass er den Ärzten nur dann eine Hilfe überhaupt gestatten will, wenn palliativ nichts mehr geht und auch sonst nichts mehr geht, sozusagen die letzten paar Tage, da dürft ihr dann mal ein bisschen tiefer sedieren oder sowas. In diese Richtung geht das dann. Und für mich ist einfach die Frage, dass der Helfende sich vergewissern muss, ob es sich bei der Suizidabsicht um etwas Nachvollziehbares, Begründbares, Wohlerwogenes, Dauerhaftes geht. Das sind Begriffe, die man meines Erachtens damit reinpacken kann, die dann irgendwo auch nachvollziehbar sind. Und alle Beschränkungen auf Leidenszustände, die jetzt innerhalb von 14 Tagen oder von 6 Monaten mit Sicherheit zum Tod führen und dergleichen mehr, halte ich in diesem Zusammenhang nicht für sinnvoll. Das wäre nur so eine Art Entgegenkommen von unserer Seite den Bedenkenträgern gegenüber. Ich denke, das sollten wir sein lassen. Nochmal generell zur Frage Gesetzentwurf Rossbruch. Frau Will hatte ja auch schon vor einiger Zeit gesagt, sie arbeitet auch an einem solchen Szenario eines alternativen Gesetzentwurfs. Da muss man sich zusammensetzen und muss man abklären, was geht. Und da haben wir ja hier Kompetenz in Hülle und Fülle. Und ich weiß nicht, wie es parlamentarisch jetzt weitergehen wird, ob die in diesem Jahr wirklich noch vernünftigen Gesetzentwurf überhaupt zustande bringen, bezweifle ich. Am Donnerstag soll es eine Pressekonferenz geben von Hinze, Lauterbach und Reimann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die sich in Details überhaupt schon geeinigt haben. Das war auch die Nachricht, die wir jetzt von Journalisten so bekamen. Da gibt es noch sehr viel Rätselraten, also was die uns dort präsentieren, da bin ich mal sehr gespannt. Und ansonsten haben wir halt im Parlament im Moment, ja, wie ich es mal so ausdrücke, zwei Lager, ein katholisches, das sagt, alles verbieten, und ein evangelisches, das dann so ein bisschen Individualethik und Sozialethik versucht, auf einen Nenner zu bringen und sagt, na gut, eigentlich sind wir ja dagegen, deswegen totales Suizidhilfeverbot, aber im Einzelfall kann man es ja unter ganz bestimmten dramatischen, schlimmen Umständen nachvollziehen. Und dann machen wir den Ärzten die Erlaubnis. Die beiden Lager werden sich mit Sicherheit noch eine Weile blockieren. Ja, also wir haben jetzt noch drei Meldungen. Frau Wetzner, später eben Frau Bild. Frau Wetzner hat sich als allererste gemeldet. Ja, ich bringe die Diskussion wieder etwas auf die praktischen Fragen zurück. Bis jetzt war tatsächlich die Rede davon, dass nur Schwerstkranke, also fast schon Sterbende, dieses Recht auf ärztliche Freitodhilfe zugestanden bekommen sollen. In der Schweiz ist seit diesem Jahr, April für die einen, Juni für die anderen, von der Polypathologie die Rede. Und im Film hat man es auch gestern gesehen, dass Menschen, die eben noch nicht sterbenskrank sind, aber mit Sicherheit nie wieder in einen besseren Zustand zurückkommen, die mit Sicherheit ihrem Alter entsprechend sowieso an verschiedenen Krankheiten leiden, von denen aber keine einzelne zum Tode direkt führt, aber die alle zusammengenommen die Lebensqualität so einschränken, dass sie eben nicht mehr weitermachen wollen, weil sie wissen, es wird nur noch schlechter. Die Frage wäre eben bei uns, kann man unsere
Vorschläge dahingehend erweitern, dass eben auch nicht ganz todsterbenskranke Menschen Hilfe beanspruchen dürfen. Denn ich fürchte, dass wir, wenn wir es nur auf die allerletzte Phase beschränken, dann kommen unsere Palliativmediziner, die ja sehr gute Arbeit leisten, die aber dann sagen, in dem Moment, wo einer schon wirklich ganz sterbenskrank ist, dann kann ich Palliativmediziner mit meinen Möglichkeiten, und sei es mit der palliativen Terminalsedierung, kann ich da noch die letzten Schmerzen nehmen, die letzten Leiden nehmen. Ich halte das für grausam, weil die Familie, die daneben steht und dann warten muss 10, 12 Tage, bis die Person rosig und frisch auf ihrem Bett dann tatsächlich nicht mehr atmet. Das ist für den Sterbenden vielleicht möglich, aber für die Familie drumherum unmöglich und für den, der nicht so weit gehen will, einfach grausam. Das halte ich für nicht möglich. Also kann man diese Vorstufe schon in einem Gesetzesentwurf oder in eine Formulierung bei den Ärzten reinnehmen? Ich glaube, Herr Rosbach will sagen, er hat das schon getan. Genau, das ist oben ja schon drin. Es ist eben nicht auf die Todsterbenskranken drin, sondern nur auf die Schwererkrankten und Leidenden. Und unter dem Begriff Leiden kann man sehr viel subsumieren. Und deswegen ist es ja so allgemein formuliert. All das ist kein Problem in diesem Gesetzentwurf eigentlich. Herr Stöckling. Aber auch noch mal im Hinweis darauf, auch das ist jetzt bereits eigentlich kein Problem. Das ist ja einer dieser Katastrophen beim Horasio-Entwurf, das ausdrückliche Verbot für Suizidhilfe für sogenannte gesunde Hochbetagte. Das sagt mir nur, die Leute haben niemals mit hochbetagten Menschen gearbeitet. Meine alte verstorbene Oma hätte bei der Gelegenheit gesagt, ich hole jetzt in meinen Stock und verhaue ihn. Worauf ich in Bezug auf diesen Gesetzentwurf noch einmal ein kleines bisschen auf die Bremse treten möchte, ist, ich denke, da müssen wir uns noch sehr, sehr viel auseinandersetzen. Ich habe zum Beispiel auch ein Problem, ich weiß, das klingt für viele von Ihnen jetzt ein bisschen sehr abstrakt, mit der Frage, was ist eigentlich der Regelungsgegenstand? Das müssen wir nochmal klären. Denn ich glaube, es ist ein fundamentaler Fehler in der aktuellen Debatte zu sagen, wir regulieren die Zulässigkeit der Suizidhilfe. Die Juristen nennen das sehr häufig einen höchstpersönlichen Vorgang. Was bedeutet das? Punkt 1, man könnte argumentieren, gerade auch verfassungsrechtlich, es ist höchstpersönlich, es geht dem Staat zunächst immer überhaupt nichts um. Aber auch, und das ist der rechtspraktische Punkt, es ist, wenn wir ehrlich sind, gar nicht regulierbar. Im Zweifelsfall machen es die Menschen sowieso. Und das heißt, was regulieren wir denn eigentlich wirklich, wenn wir Suizid uns mit der Frage der Suizidhilfe auseinandersetzen? Da bin ich wieder bei meinem Punkt. Ich glaube vernünftigerweise eigentlich nur die Kriterien des Zugangs zu geeigneten Verfahren, zu nehmenden und armen Methoden. Das heißt, wir müssen aufpassen und das definiert dann natürlich auch Regelungsgegenstand, Regelungsumfang, Regelungsweitreichung und so weiter. Insofern bin ich sehr, sehr skeptisch, wenn wir sagen, wir regulieren die Sterbehilfe oder die Suizidhilfe. Alle Erkenntnisse, die wir haben, meine Damen und Herren, dass die Leute machen es im Zweifelsfall sowieso. Also ich glaube nicht, wir sollten hier Ansprüche erheben, die wir nicht tatsächlich liefern können, wo wir dann tatsächlich keine Lösung bringen. Frau Winter? Ja, also wir haben... Also wir haben eine gesellschaftspolitische Diskussion zum Thema und die wird sich jetzt angesichts der sich formierenden Gruppen im Bundestag zuspitzen und an Dynamik gewinnen. Und ich denke, politisch ist es wichtig, auf diese Diskussion zu reagieren und zwar eigenständig zu reagieren, nicht nur abzuwehren, die Verschärfung der Rechtslage und nicht nur zu fordern, dass das Berufsrecht der Ärzte liberalisiert und in der verfassungsmäßigen Rolle gemacht wird, sondern wenn wir vorankommen wollen, müssen wir auch in diese Debatte reingehen. Und klar ist, dass wir praktisch Regelungsbedarf haben im Betäubungsmittelgesetz und ich denke auch die Klarstellung bezüglich der Garantenstellung. Das sind wirklich praktische Probleme. Der Rest ist zusammenzufassen in der Klarstellung des Gesetzgebers,
indem man ganz klar sagt, was heute schon rechtens ist, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, assistierter Suizid. Das stellt man klar und damit ist viel gewonnen. Also ich bin genauso skeptisch gegen jede Art von Bedingungen, die man an die Freitodhilfe stellt, weil das letztlich darauf hinausläuft, es einzuengen. Also das ist meine Überzeugung als Juristin. Ich denke aber, dass man jetzt in dieser rechtspolitischen Diskussion auch nochmal vermeiden soll, Fronten jetzt zuzuspitzen gegenüber den Palliativmedizinern, gegenüber der Hospizbewegung, die zugegebenermaßen mit bestimmten ideologischen Kalkülen sich gegen unsere Debatte wenden. Aber wir sagen immer, die Schwangerschaftsdebatte ist so paradigmatisch, auch für unsere Debatte hier, das Recht in Würde zu sterben. Das ist sie und das ist letztlich ja auch verfassungsrechtlich dann am Ende entschieden worden. Wir wissen das alle, wie die Modifikationen des Gesetzes denn dort entschieden worden sind. Und dass Würde bei so einem Sterbehilfegesetz praktisch politisch auch passieren. Ja? Und da wäre von vornherein dann eben zu überlegen, dass man diese Rechte, die man dem Einzelnen zubilligt, auch koppelt, jetzt nicht mit staatlichen Kontrollpflichten, sondern mit staatlichen Verpflichtungen des Angebotes zur Hilfe. Ja? Und darauf könnten sich dann Palliativmediziner stützen. Das wäre dann ein subjektiv rechtlicher Anspruch auf Hilfe im Sterben. Und wenn man das koppelt, denke ich, kommt man auch gut in eine gesellschaftspolitische Debatte rein. Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt noch, weil es gibt natürlich auch im Podium Redebedarf, aber es gibt eben auch hier Meldungen. Herr Otte hat sich zum Beispiel gemeldet und hat schon ein Mikrofon in der Hand. Das habe ich schon mitgebracht, Frau Rinkser. Nein, ich wollte nochmal darauf auf den Punkt zurückkommen, dass gesagt worden ist, soll man eventuell einen eigenen Musterentwurf formulieren, soll man das in die Debatte reingeben. Ich sehe da vor allen Dingen die Bedenken, die geäußert worden sind, auch, dass man möglicherweise schon viel zu sehr einschränken wird. Ich glaube, es sollte grundsätzlich die politische Debatte gesucht werden. Wir haben im Moment außer der Brühe-Initiative, die nun ganz rigoros ist, ja diesen Hinze-Vorschlag, der von all den SPDlern mitgetragen wird, aber natürlich aus unserer Sicht völlig unbefriedigend ist, weil er ganz klar sagt, Suizidbeihilfe in jedweder Form, ich habe einen Zusatz zu sagen, ist verboten und lässt eng umgrenzte Ausnahmefälle zu. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob auch für eine Angehörige kann ich nicht sagen, aber jedenfalls ärztlich assistierten Suizid lässt dann nur in speziellen Fällen zu, was Montgomery auch ärgert, aber das ist ja nicht unser Kriterium, nach dem wir vorgehen. Nur wir haben die Beschränkung, Herr Professor Rosbruch, Sie haben es mit ähnlichen Formulierungen, die schwere, unheilbare Erkrankung oder das unerträgliche Leiden. Man kann natürlich sowas abstufen, aber unerträglicher als unerträglich kann das Leiden nicht sein. Das heißt, wir sind also schon bei einer ganz hohen Stufe und diese Formulierung, die Sie haben, gehen in die Richtung, dass man sie meines Erachtens, ich bin auch Jurist, ausdeuten würde als ganz enge Fälle in der allerletzten Lebensphase. Ich will ein Beispiel nennen, was damit nicht erfasst ist. Es tauchte eben schon mal der Begriff auf des gesunden Betagten. Ich will den Fall oder die Causa Hans Küng einfach mal kurz erwähnen. Kennen brauchen wir über Hans Küng jetzt nicht viel zu sagen, den wird jeder kennen. Er ist an Demenz erkrankt, er ist an Parkinson erkrankt und er hat eine Makuladegeneration. Das heißt, bitte? Keine Demenz. Na gut, aber Parkinson und Makuladegeneration, also irgendwann wird er nichts mehr sehen, irgendwann wird er sich nicht mehr fortbewegen können, er wird nicht mehr reden können, wenn ich das mal als Nicht-Arzt so grob sagen darf. Und er sagt, ich möchte, aber werte ein Leben in den Endstadien dieser Erkrankungen oder in fortgeschrittenen Stadien für mich nicht als lebenswert und ich möchte nicht, wie mein verstorbener Freund, den wir auch alle kennen, den richtigen Zeitpunkt verfassen. Wenn wir diese Regelungen machen, dann dürfte
Professor Wasbuch, deswegen wende ich mich an Sie, auch von der gesamten Gruppe, dann dürfte eigentlich sowas, wie Hans Küng vorhat, nicht ärztlich assistiert werden. Weil in dem Moment, wo er sagt, jetzt ist der Punkt, jetzt weiß ich irgendwann demnächst, wird es einfach nur noch schlimmer, ist er nicht unheilbar krank im Sinne dieser ganz strikten Bedeutung und er ist auch, das Leiden ist auch noch nicht unerträglich, es ist ein Stück davor. Gleich. Also wir können gern über das Wort unerträglich, ob das rauskommt oder nicht, schreiben, da habe ich kein Problem mit, wenn da nur Leiden steht. Das Leiden hat ja sowohl ein subjektives Element als auch ein objektives Element. Und das ist mir wichtig. Also es gibt ja Menschen, die verstehen unter Leiden etwas, wo wir sagen, das ist eigentlich noch kein Leiden und umgekehrt. Also mit dem unerträglich, das ist bestimmt eine Idee, die man da rausnehmen könnte. Aber ansonsten, Leiden ist ein Begriff, der sehr weit geht. Sehr weit geht. Und wenn der Patient sagt, und jetzt muss man natürlich in einem anderen Kontext auch noch sehen, wenn der Patient sagt, das ist für mich Leiden und dieses Leiden macht mein Leben unwert, steht ja da drin, dann ist das ausreichend für die Suizidbeihilfe. Also es ist, ich habe sehr darauf geachtet, es eben nicht zu stark einzugrenzen. Das mit dem unerträglich gebe ich Ihnen zu, das sollte man besser vielleicht rausstreichen. Ja? Aber deswegen bin ich auch offen für eine Diskussion, dass man das sehr kritisch noch mal hinterfragt und würdigt. Ja, die Suizidprophylaxe, das ist ja also auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, es ist hier in diesem Entwurf ja schon mit angesprochen, nämlich mit der Suizidkonfliktberatungsstelle. Das ist ja auch etwas, was in dem Entwurf des HVD drin ist, was auch in dem Buch Letzte Hilfe drin ist. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die man aus vielen Studien gewinnen kann, dass tatsächlich die Freidruckbegleitung, so paradox es auch immer erscheinen mag, ein wirksames Instrument zur Verhinderung von Verzweiflungssuiziden sein kann, weil man nur dann mit den Menschen offen über das Thema Suizid reden kann, wenn man prinzipiell es nicht in Frage stellt, dass der Suizid unter bestimmten Bedingungen eine rationale Entscheidung ist. Wenn man diese Erkenntnis gewonnen hat, dann muss man irgendetwas daraus machen. Sträfling hat heute Morgen in seinem Vortrag im Prinzip gesagt, wir brauchen eine organisierte Suizidhilfe. Das, was wir im Moment in Deutschland haben, sind ja gar keine organisierten Suizidhilfen. Also Dignitas ist ja eine sehr kleine Einrichtung, die eigentlich nur den Suizidenten hilft, in die Schweiz zu kommen, und im Falle der Sterbehilfe Deutschlands denke ich, ist es auch eine sehr kleine, spezialisierte Einheit mit einem Arzt und einem Rechtswissenschaftler noch ein bisschen was drumherum. Aber eine wirklich organisierte Suizidbeihilfe, wie wir es ja aus der Schweiz kennen, haben wir in Deutschland so nicht. Und ich denke, wir brauchen sowas in diese Richtung. Ich habe in letzter Zeit nochmal versucht, mich ein bisschen schlau zu machen bei Exit. Ein paar Zahlen, die auch in keiner Podiumsdiskussion oder in keiner Talkshow irgendeine Rolle spielen. Exit Deutsche Schweiz hat mittlerweile über 75.000 Mitglieder. Das bei 8 Millionen Bevölkerung. Auf uns umgerechnet wären das eine knappe Million Mitglieder. So. Und dagegen steht dann ein Gesetzentwurf von Prüsch, der sagt, alleine die Existenz von einer Suizidhilfeorganisation führt dazu, dass Menschen verleitet werden. Also 1 Million Menschen oder in der Schweiz 77.000, 75.000 sind Verleitete und werden deswegen Mitglieder bei Exit. Das zeigt, wie abstrus eine solche These ist. Ein paar andere Zahlen, Exit Deutsche Schweiz hat im letzten Jahr ungefähr 500 Personen zum Suizid verholfen. Sie hatten aber Anfragen von 2500. Ja, das heißt, wir haben ein Verhältnis von 1 zu 5. 4 von den 5, die angefragt haben,
sind auf einen anderen Weg gekommen, mit deren Hilfe, durch Beratung, entweder in den Bereich Palliativversorgung oder zu einer anderen medizinischen Alternative, wohin auch immer. Und nur einer von fünf hat letztlich mit Hilfe der Organisation sein Leben beendet, was dann für alle Beteiligten eben auch klar war. Da zeigt sich diese suizidpräventive Wirkung. Im Grunde genommen ist es bei Arnold nicht anders, der eben über 1000 Anfragen hat und davon 200 soweit erstmal geholfen hat, wenn ich die Zahlen richtig kenne. Aber auch da hätten wir wieder ein Verhältnis von 1 zu 4 oder 1 zu 5. Und Erfahrungen in Oregon sehen ähnlich aus. Das heißt, die suizidprophylaktische Wirkung der Existenz von Hilfsorganisationen ist eigentlich völlig erwiesen. Und wir sollten uns überlegen, wie wir gemeinnützig solche Organisationen in Deutschland hinkriegen. Und gefälligst natürlich auch mit staatlicher Unterstützung, denn da tun wir was gut. Genau. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, das wir jetzt auch, denke ich, diskutieren sollten. Es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, nämlich indem ich das ja aus dem Strafgesetzbuch ins BGB mache, dann wird ja klar gemacht, hier geht es um ein Recht des Individuums. Es geht nicht um die Frage der Bestrafbarkeit, der sagt, sondern es geht um etwas anderes. Hier werden Rechte definiert. Das heißt, es werden Ansprüche definiert. Und aus diesen Ansprüchen leitet sich auch ein Auftrag an den Staat ab und an die Organisation, den Menschen auch entsprechend zu helfen. Denn ein Menschenrecht, für das ich keine Unterstützung bekomme, das ich deswegen auch gar nicht tatsächlich wahrnehmen kann, ist ja de facto kein Recht. Dazu wollte, glaube ich, auch noch was sagen. Also dann kommen jetzt die Fragen auch sofort. Ich wollte auch den Aspekt Suizidprävention. Ich kann das nicht alle gehört, was die Dame gesagt hat. Sie hat vorgeschlagen, dass man Suizidprävention und Lebenshilfe auch terminologisch kombiniert. Das ist absolut richtig. Also ich sehe das genauso wie der Kollege hier. Wenn man über Sterbehilfegesellschaften diskutiert, sollte man vor allem bedenken, dass die Hauptaufgabe solcher Gesellschaften die Suizidprävention ist. Ja, wir brauchen Einrichtungen, die dabei helfen, die erschöpfte Hohezahl von Suiziden in Deutschland zu verringern. Nach konservativen Zahlen sind das hier um 10.000 Leute, die sich jährlich töten. Herr Strecklin hat noch höhere Zahlen genannt. Im Straßenverkehr sind es 3.500, so etwas. Ich bin auch im Straßenverkehrsrecht zurzeit so ein bisschen unterwegs. Da wird ungeheuer viel getan, um die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Im Bereich der Suizide ist das, was der Politik einfällt, nur ein ziemlich dummes Verbotsgesetz, ja, das den Ärzten verbietet, hier Hilfe zu leisten und dadurch die Patienten, die entsprechende Bestrebungen haben, daran hindert, zum Arzt zu gehen. Also man braucht Einrichtungen, an die sich Leute mit entsprechenden Ängsten und Befürchtungen und Verzweiflung wenden können. Und man muss erreichen, dass hier eine lebensbejahende Beratung erfolgt, um aber alle auch quasi zu bekommen, um die Leute dazu zu bringen, zu einem zu kommen, muss man wohl als letzten Ausweg auch diese Möglichkeit gewähren. Wenn wir dem Suizidenten sagen, deutlich machen, du kriegst keine Hilfe, wenn du kommst, sperren wir dich in die Psychiatrie im schlimmsten Fall. Wirft er sich vor den Zug. Wir haben ja erstaunlich, erschreckend viele Suizide heute durch Leute, die sich vor den Zug werfen. Ich denke mal, dass man 90% davon am Leben halten könnte, wenn die eine ordentliche Betreuung bekämen, durch einen Arzt. Also, dass die Politik da nichts unternimmt, finde ich schon sehr erstaunlich. Das hat mit einer gewissen Tabuisierung des Suizids zu tun. Das habe ich heute Morgen angesprochen. Diese Vorstellung, das sei eigentlich Selbstmord, sondern was ganz Grässliches, das schwingt noch mit. Man sollte das viel sachlicher sehen, entspannter sehen, das sind überwiegend Leute in verzweifelten Situationen, die brauchen Hilfe und man könnte die Zahl der Suizide meines Erachtens auf ein Drittel senken, wenn man intelligentere Politik macht. Eine kurze Ergänzung, es geht ja nicht nur um die
geglückten Suizide, sondern die vielen missglückten Suizidversuche, ungefähr 200.000 im Jahr, mit dramatischen Folgen für viele. Ja, aber hier ist die Frage. Ja, ich habe gestern, wie viele von uns diesen Film gesehen, war ergriffen. Bis ich zu Hause war in Berlin, habe ich darüber nachgedacht. Und habe eigentlich gedacht, dass wir heute auch über das, was wir dort gestern gesehen haben, mehr sprechen würden. Ich würde das, die Schweiz als Beispiel sehen für etwas Erstrebenswertes. Etwas, was in einigen Ländern Europas erreicht worden ist, in anderen noch nicht. Zu denen gehören wir. Wir haben heute viel über Recht gesprochen. Ich bin kein Jurist und kein Arzt. Leider, Gott sei Dank kann ich das jetzt nicht sagen. Aber ich bin ein Mensch. Und das Wort Menschenrecht ist in der Diskussion erst ein einziges Mal gefallen. Von Ihnen, Herr Schmitz-Alderburg. Und als Mensch sage ich, wenn es ein Menschenrecht gibt, dann ist das erste, mir am naheliegendste Menschenrecht das Recht der Verfügung über meinen eigenen Körper. Darauf bestehe ich. Und das habe ich auch. Und wenn ich dieses Recht habe, kann ich auch über meinen Körper verfügen, wie ich es möchte, wie ich es für richtig und wie ich es für möglich halte. Und wenn ein Leben mir nicht mehr lebenswert erscheint, dann muss ich einen Weg finden, wie ich es beenden kann, ohne die vielen Paragraphen und alle anderen Argumente, die heute hier gefallen sind. Das ist das Wort eines Menschen gewesen. Und eine Antwort dazu. Ich denke, das ist vielen hier bewusst. Also quasi die unausgesprochene Denkvoraussetzung dessen, was wir hier tun. Wir versuchen, das zu erreichen. Also wie schaffen wir es, dass dieses Menschenrecht, das letzte Menschenrecht, ja, so kann man es ja bezeichnen, das ist ja das letzte Menschenrecht, wie es wirklich in Deutschland umgesetzt werden kann, was man da tun muss. Denn leider denken eben nicht alle Politiker, sondern sehr wenige Politiker und die wenigsten Ärzte, Funktionäre, so wie sie das sich erwünschen. Und da muss man sich überlegen, wie sieht die Strategie aus, wie kommen wir dahin, dass diese Menschenperspektive ernst genommen wird. Wo ist denn die nächste? Ja, aber sie hat schon hier. Geben wir mal bitte, dass möglichst viele Menschen, vielleicht sammeln wir auch mal ein paar Fragen. Wir sammeln jetzt mal ein paar Fragen, damit möglichst viele von Ihnen auch noch zum Wort kommen können, denn wir haben jetzt, glaube ich, nur eine halbe Stunde. Es wurde ja mehrfach betont, dass das qualifizierte Gespräch eine gute Methode der Suizidprävention sei. Da sind wir uns einig. Das zu realisieren kontrastiert mit dem deutschen Recht, einen Suizidwilligen als krank notfalls einer Zwangseinweisung in die Psychiatrie zu unterziehen. In einer Gesprächsrunde am vergangenen Sonntag, Tacheles, Phoenix, Herr Arnold war zugegen, sprach der offensichtlich sehr konservativ gesonnene Vorsitzende des Hartmann-Bundes, ein Allgemeinmediziner. Und er beteuerte, in meiner Sprechstunde hat es noch nie jemanden mit einem Suizidwunsch gegeben. Ein Mann, ich schätze mal 60, 65 Jahre. Ich habe mich an den Chat am Computer gesetzt und reingeschrieben, das kam aber nicht zum Zuge. Kein Wunder, dass niemand in Ihrer Sprechstunde einen Suizidwunsch äußert, wenn Sie, und das hatte er zwei Sätze vorher beteuert, der Meinung sind, jeder, der einen Suizidwunsch hat, ist krank. Zu dem Mann kann ich doch nicht gehen, da kann ich doch kein Vertrauen haben. Und dieser Punkt wurde von der vor mir sitzenden Dame heute Vormittag schon mal angesprochen. Die Gefahr, dass in Deutschland jemand mit Suizidwunsch, wenn er an den falschen Arzt gerät, in der Psychiatrie landet gegen seinen Willen, die ist vermutlich nicht gering. Das finde ich eine ganz grauenhafte Konsequenz, die unter Umständen auch das Eisenbahngleis führen kann. Meine Frage ans Auditorium, wie sind die Erfahrungen, wie weit spielt das in Praxis in Deutschland eine Rolle? Ich kann keine Antwort zu geben, obwohl ich selbst Arzt bin. Wir sammeln jetzt noch, merken uns diese wichtige Frage, diese Psychiatrie. So, also hier sind versuchen wir möglichst viel zu verteilen. Ja, da geht es auch schon mal zwischendurch, dann stellt Sie noch eine Frage. Ich hätte eine Frage zu der Sache mit Verzicht auf Nahrung und Trinken, weil das ja auch tödlich endet.
Und was passiert, wenn ein Arzt das begleitet im Sinne von Linderung von Symptomen, die dann auftreten können? Ist das ein rechtliches Problem? Da war noch eine Frage, ja? Ja. Das gesammelt. Ne? Okay, also ich finde diese Idee der Suizid-Konfliktberatungsstellen eine ganz wunderbare Idee, habe auch Lust da mitzumachen. Wo es darum geht, was ich teilweise in der Vergangenheit als Diplompsychologin im Krankenhaus auch schon gemacht habe, Beratung zum Leben oder auch das Recht auf Sterben zuzulassen. Die Umsetzung war dann immer eine Schwierigkeit. Gut, da gibt es auch die rechtliche Frage. Was mir in dieser Diskussion heute noch fehlt oder was bisher nicht gesagt worden ist, ich sehe für die Zukunft, dass das kippen wird, und zwar aus ökonomischen Gründen. Was jetzt eingefordert wird von der Politik oder an die Politik, dass man sterben darf, wenn man möchte, da sehe ich in Zukunft, wenn das nämlich gar nicht zu finanzieren ist, auch die ganze Palliativmedizin und das alles, da sehe ich, dass das kippen wird. Und da sehe ich auch, dass dann Menschen sterben müssen gegebenenfalls oder dass ihnen medizinische oder anderweitige Hilfe verwehrt wird und das ganz, ganz weit sich von der Selbstbestimmung entfernen wird, wenn das gar nicht mehr zu leisten und zu tragen ist. Ich weiß auch nicht im Moment, wie man das noch in so einen Gesetzesentwurf mit reintun kann, aber ich denke soweit schon. Und bei diesen Suizid-Konfliktberatungsstellen, wo man im Moment gerade noch die Möglichkeit hat, zum Leben und zum Sterben zu helfen, finde ich eine wunderbare Sache. Und da wird man ja auch Möglichkeiten dann sehen, weil es viel an Zahlen ja auch fehlt, wer wirkliche Wünsche hat. Und da werden auch genau die Leute hinkommen, die wissen, da darf ich diese Fragen stellen und da darf ich sie auch ungeschützt stellen, ohne bestraft zu werden. Also von daher, wunderbare Idee. Noch eine und dann machen wir nochmal diese Runde. Eine Frage. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Gesamtkreis, in dem wir uns hier in der Diskussion bewegen. Dieser Vorschlag des Paragraphen 630 regelt nur die Möglichkeiten der ärztlichen Beteiligung an einem Suizid. Würde das bedeuten, dass eine nichtärztliche Begleitung künftig verboten wäre, weil sie eben nicht geregelt ist? Oder regeln wir mit dem 630 nur den Berufskreis der Ärzte und lassen alles andere so wie bisher? Das wäre meine Frage. So, wir haben vier Fragen, auf die wir jetzt mal, dann gibt es noch eine Frage. Keine Sorge. Oder wollen wir noch zwei nehmen? Nehmen wir noch zwei und dann haben wir sechs Fragen, auf die auch wir auch noch antworten können. Ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern ich wollte mal auf den Einwurf von dem Herrn hinter mir reagieren, der sich wünscht, dass man Hilfe zum Sterben bekommt ohne gesetzliche Regelung. Da bin ich eindeutig ganz dagegen, weil ich meine, irgendwo sind wir immer noch in einer Gesellschaft, dass ich für mich das Recht habe, mich umzubringen, ist ein Thema. Ob ich von der Gesellschaft einfordern kann, dass man mich ins Jenseits befördert, ohne dass die Gesellschaft das Recht hat, vielleicht zu gucken, ist da jemand, der vielleicht auch einfach noch Hilfe möchte oder mehr möchte als einfach nur sterben. Das finde ich sehr fatal. Also da sollte man schon als Individuum sich oder auch als mündiger Bürger, was ja auch immer gerne angeführt wird, in die Pflicht genommen werden, sich zumindest mal vorne auseinanderzusetzen, ist das wirklich meine einzige Option? Also einfach so diesen garantierten Suizid ohne Grund, ohne Prüfung, also da bin ich eindeutig dagegen. Ja, ich bin Sabine Lauben, zweite Vorsitzende von Diabetes Deutschland. Ich kann die Bemerkung, die Herr Kress vorhin gegeben hat, nicht so stehen lassen. Herr Kress sagt, Herr Dignitas wird überwiegend Menschen helfen, sich in der Schweiz aus dieser Welt zu verabschieden. Also das, was Dignitas macht, ist zum Großteil Suizidprävention. Es wenden sich im Schnitt 12 Personen pro Tag an unseren Verein und es sind ca. 100 Menschen, denen wir in der Schweiz helfen, sich aus dieser Welt zu verabschieden. Und wir vermitteln eben auch an Palliativstationen, wir vermitteln an Schmerztherapeuten, wir halten die Betroffenen bei der Stange, wenn sie auf einen Termin bei Schmerztherapeuten 4 Monate und länger warten müssen, wenn sie Kassen
wenn Sie Privatpatient sind, haben Sie Glück, müssen nur 4 Wochen warten. Ja, aber das ist auch die Arbeit unseres Vereins. Wir vermitteln an Hausärzte, wenn jemand aus der Klinik eine Empfehlung bekommen hat, dass bestimmte Medikamente zur Schmerztherapie verordnet werden und der Hausarzt sie nicht verordnet, dann bemühen wir uns auch tatsächlich darum, für denjenigen einen anderen Hausarzt zu finden, der diese Medikamente verordnet. Und somit ist unsere Arbeit weitaus weit gestreuter, als Herr Kress hier vorhin dargestellt hat. Ja, also beginnen wir mit dem Letzten. Ich glaube, das wollte Herr Kress auch gar nicht, oder? Das war ja so nicht, da bitte auch um Entschuldigung, wenn das so rübergekommen ist. Mir ging es jetzt einfach, also zunächst mal habe ich ja gesagt, am Beispiel Exit, welche suizidpräventive Wirkung da existiert, und das gilt natürlich auch für Dignitas in der Schweiz, gilt sicher, wie Sie gerade gesagt haben, auch für Dignitas in Deutschland. Vielleicht habe ich da falsche Vorstellungen über die Größe von Dignitas in Deutschland, wenn ich sage, das ist noch nicht das, was ich mir an organisierter Suizidkonfliktberatung für uns vorstelle. Ja, das wird Sie wahrscheinlich auch nicht bestreiten, dass wir das alles ausbauen müssen. Vielleicht kann man auch mal sagen, weil es immer so negative Meldungen zu Dignitas gibt, dass wir alle dankbar sind dafür, dass Dignitas das geöffnet hat, eben für Nicht-Schweizer, weil das hat nämlich die ganze Debatte erst ins Rollen gebracht. Insofern herzlichen Dank dafür. Ich denke, eine Frage wird sich sehr schnell beantworten, nämlich die Frage nach dem Sterbefasten. Auch wenn das einige Mediziner nicht gerne sehen, aber natürlich, es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Das könnte Herr Rossbo vielleicht mit 3 Sätzen jetzt kurz sagen. Das war's schon. Es gibt kein Verbot. Es ist eine interessante Form von Suizidbegleitung, die eben sehr viel kürzer, also sehr viel länger dauert. Aber im Prinzip müsste man sagen, die nennen das dann Sterbebegleitung, aber im Prinzip ist das eine Suizidbegleitung. Denn jemand, der sich dazu entschließt, durch den Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit vor allen Dingen zu sterben, suizidiert sich, wenn eben auch nicht mit Hilfe eines Medikaments. Es geht dann eben nicht so schnell, wie das passiert, wenn man eben die Medikamente zu sich nimmt. Da schläft man sehr schnell ein. Es dauert meistens eben dann 2 Wochen, aber es ist eine Praxis, die es in Deutschland übrigens häufig gibt. Manche Menschen tun es ja auch nicht quasi nur aus Absicht, sondern weil in der letzten Phase von Krebs beispielsweise so ohnehin viele Menschen, wenn man ihnen keine Magensonde legen würde, eben verzichten würden und so relativ schnell sterben würden. In der Familie auffange, mit irgendwelchen Verzweiflungsreaktionen der Eltern oder der Kinder oder was weiß ich. Also wenn ich mich da als Ärztin handelnd einmische, aber ohne denjenigen davon zu überzeugen, dass er jetzt unbedingt Armut essen muss, sondern zu sagen, okay, ich begleite das wohlwollend, mache ich mich da irgendwie strafbar? Nein. Es gibt keine Strafbarkeit da. Genauso wie sich Herr Arnold auch die anderen auch nicht strafbar macht. Ja, aber das ist ja diese Desinformationspolitik, das sind 2 verschiedene Dinge. Ich bin mir vollkommen klar, das sind 2 verschiedene Dinge, aber es ist mir kein einziges Verfahren bekannt, wo tatsächlich beim Sterbefasten ein Arzt, der das betreut hat, sondern er ist ja verpflichtet, das zu tun. Er muss quasi palliativmedizinisch helfen, er muss ja zum Beispiel dafür sorgen, dass die Symptome, die auftreten durch den Flüssigkeitsverlust, eben nicht großes Leid erzeugen. Deswegen muss man eine große Mundhygiene machen und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Wenn der Arzt das nicht tun würde, dann würde er sich strafbar machen. Ja, der Begriff Strafbarkeit war von mir falsch gewählt, weil ich juristisch nicht differenziert genug unterwegs bin. Also verstoße ich damit gegen meine Berufsordnung? Nein, auch nicht. Also in gar keiner Weise muss man da Angst haben. Wir haben jetzt aber nur 2 von 6 Fragen behandelt. Ich würde sagen, wir gehen zunächst einmal auf die Frage ein, das war die erste Frage mit der Psychiatrie. Das ist die Frage gewesen, die ja natürlich unglaublich wichtig ist. Es ist ein großes Problem, dass Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten mehrheitlich noch davon ausgehen und auch in den jeweiligen Kammern, dass der Suizid immer Ausdruck einer psychischen Erkrankung ist. Da müssen wir auf diesem Gebiet müssen wir extrem Öffentlichkeitsarbeit leisten. Wer will auf dieses Thema antworten, Herr Strecke? Nur vielleicht nur 2 Hinweise zu den Fragen, die Sie konkret geäußert haben.
Also ich einmal, ich denke, zu, darauf hinzuweisen, ist, das wissen wir tatsächlich von vielen folgenden Sterbehilfeverbänden, die ITAS und Sterbehilfe Deutschland. Es ist offensichtlich unter den Sterbewilligen durchaus relativ weit verbreitet, dass dort ein tiefes Misstrauen ist gegenüber den Ärzten. Das ist also, wir müssen davon ausgehen, dass in der Praxis mindestens ebenso viel Misstrauen gegenüber den Ärzten unterwegs ist, wie das viel erwünschte und beschworene Vertrauen in uns Ärzte. Das ist nicht schmeichelhaft, ist aber so. Ein weiterer Grund, also dass wir sagen, also es geht nicht nur über Ärzte. Punkt. Anfrage zu Ärzten, da hat es ja mal leichte Studien zugegeben. Es ist ein relativ bekanntes Phänomen, gerade im niedergelassenen Bereich, da werden Ihnen die meisten Ärzte bestätigen, dass sie schon Anfragen hatten. Und also ich kenne relativ viele Ärzte, die mir gegenüber von Kollegen Munz und Kollegen Rohr auch zugeben, sie haben es dann auch konkret zu München gesprochen. Aber wir haben natürlich keine Daten. Sonst noch zu diesem Punkt der Psychiatrisierung. Erfahrung, Christian, hast du da schon Erfahrungen gemacht, dass Menschen, die diesen Wunsch geäußert hatten und auch frei verantwortlich waren, trotzdem dann in die Psychiatrie eingewiesen wurden? Es gibt da einige dramatische Fälle. Naja, ich mache es bestimmt nicht. Ich habe jetzt gerade ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlag am Hals. Da behauptet die Gegenseite, der Bruder der Verstorbenen, ich hätte erkennen müssen, dass die Dame psychisch krank ist. Und warum ich als Arzt nicht das erkannt habe und ich hätte mit der letzten Hilfeleistung mal jetzt sie einweisen können. Also so sieht die Realität aus. Das verfolgt tatsächlich also die Staatsanwaltschaft. Ich hoffe, dass sie eine Bauchlandung machen. Denn eigentlich hätte er die Patientin seine Schwester einweisen müssen oder veranlassen müssen, dass er reinkommt, wenn er weiß, dass sie psychisch krank ist und er und sie vor allem mit mir Kontakt hat, mit dem Mörder Arnold, dann hätte er das eigentlich tun müssen. Und so hat auch der Rechtsanwalt zurückgeschrieben. Aber so ist die Realität. Und ich habe schon oft Patienten gehört, die mir gesagt haben, wissen Sie, ich bin zum Bestatter gegangen und wollte mich über eine Seebestattung informieren. Als ich nach Hause kam, standen zwei Polizisten und die Amtspsychiaterin vor der Tür. So ist die Realität. Also das wird ganz sicherlich ein ganz wichtiger Punkt sein. Jegliche Aufklärungskampagne, die bewegt sich ja nicht nur auf der juristischen Ebene, sondern tatsächlich, also ganz, ganz viel eben auch müssen wir Veranstaltungen machen mit Psychologen, Psychiatern, Psychotherapeuten. Denn im Moment sind es ja quasi Zirkelargumentationen. Wenn Sie sich anschauen, wie Depression definiert wird, dann wird zum wesentlichen Aspekten ist Suizidialität und dann ist natürlich vollkommen klar, dass wenn jemand Suizidabsichten äußert, er dann erst depressiv eben nach den entsprechenden Regelwerken diagnostisch eingeordnet wird. Ja, sind die Fachleute, die haben ja auch die höchste Suizidrate. Ja, also ich kann ja also sagen, da gibt es tatsächlich eben auch Diskussionen. Wir wissen, dass in Bayern zum Beispiel die Psychologen und Psychiater nachdenken, jetzt unseren Vorschlag, den wir auch im Buch beschrieben haben, also zu unterscheiden zwischen einem frei verantwortlichen Freitod und einem Verzweiflungssuizid. Dass man das überhaupt erst einmal akzeptiert, dass es das gibt. Aber schauen Sie sich mal an, was in dem nationalen Suizidpräventionsprogramm steht. Ich finde das eine der größten Frechheiten, die es überhaupt gibt. Ein so vom Namen her global und großartig klingendes Programm, das ist nun wirklich sich beschäftigt mit einem gesellschaftlichen Problem größter Größenordnung. Ja, viele andere Dinge, die AIDS-Kranken beispielsweise, das ist in gar keinem Verhältnis zu denen, die sich ja suizidieren und zu der Verzweiflung dieser Menschen. Und es gibt kaum Gelder der Regierung. Und wenn Sie sich mal anschauen, was machen denn diejenigen, die dafür verantwortlich sind, mit diesem Geld der Regierung für das nationale Suizidpräventionsprogramm? Es gab vor kurzem hier in Berlin den Gedenktag des nationalen Suizidpräventionsprogramms und die Hauptattraktion dieses Programms war ein Gedenkgottesdienst in einer evangelischen Kirche. Das sind die Realitäten und das müssen wir natürlich thematisieren. Da muss man ganz viel Aufklärung betreiben. Vielleicht kann man anschließend an diese Frage die andere Frage zum vorgeschlagenen 36i, nämlich mit der ärztlichen Begleitung. Das war, glaube ich, nicht so gemeint. Von Ihnen ganz klar,
soll nur das Handeln des Arztes geregelt werden und in eine gesicherte Form gegossen werden. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Suizidbeihilfe anderer Menschen, Angehörigen, wie auch immer, davon tangiert sind. Das heißt, da bleibt alles, wie es ist. Strafrechtlich ist die Suizidbeihilfe straflos. Das heißt, wenn andere das tun, ist das überhaupt kein Problem. Hier soll nur ärztliches Handeln sozusagen legalisiert werden. Also ich kann das unterstützen, es geht nur um eine Klarstellung der Rechtslage. Ich würde aber jetzt nicht sagen, legalisiert ist ja schon legal. Es ist sozusagen eine Präzisierung dessen, was wir von den Ärzten erwarten, wenn sie diese Beihilfe leisten. Und es ist eine, glaube ich, sinnvolle Präzisierung. Im Übrigen bleibt die Rechtslage unverändert, die Beihilfe ist straflos. Mich drängt es nur ganz stark zu dem, was die Kollegin dort sagte, mit dem Sterbefasten auch noch was zu sagen. Noch ist die Unterstützung beim Sterbefasten straflos, aber das ist natürlich eine Beihilfe zum Suizid. Sterbefasten ist Suizid. Und der Arzt, der einem Sterbefastenden Wasser gibt oder tröstend zuspricht, auch der Seelsorger, der da kommt, der begeht eine Beihilfe. Ja. Und Seelsorger ist ja noch nicht mal von diesen Ausnahmetatbeständen im Borasio-Entwurf erfasst, der ist voll strafbar. Das ist eine Beihilfe zum Suizid und der Seelsorger, der Geistliche, geht ins Gefängnis. Das ist wahrscheinlich nicht intendiert, ja, aber es ist eine zwingende Folge dieser Formulierung. Das zeigt, wie unsinnig das ist. Da kann man vielleicht noch anschließen, die letzte Frage, das war ja zunächst mal die Zustimmung dazu, dass die Suizidkonfliktberatung, dass das erfolgen sollte, dass das aufgebaut werden müsste, aber eben auch vielleicht die Angst davor, dass das möglicherweise aus ökonomischen Gründen zu einer Pflicht zum Sterben führen könnte. Dazu, wer will was dazu sagen, sonst sage ich dazu. Ich würde was gerne dazu sagen. Wir Ethiker nennen das, der Begriff fiel mir heute Morgen nicht ein, anthropologischer Pessimismus. Nicht? Das sind einfach Unterstellungen, für die es zunächst einmal keine Grundlagen gibt. Ich gehe einen Schritt weiter, jetzt ist es besonders hässlich. Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Wir geben in allen westlichen Zivilisationen derzeit rund 70% aller Gesundheitskosten aus für das letzte Lebensjahr, 50% für die letzten 4 Wochen. Davon können wir im Vorfeld sagen, sind mit Sicherheit 54% absehbar für die Katz. Das heißt, meine Damen und Herren, das Leistungsniveau medizinisch absehbar, ex ante, vollkommen sinnloser medizinischer Leistungen, in Deutschland allein pro Jahr pummelig 100 Milliarden Euro. Punkt. So. Und wenn man das weiß, dann hat man für diese ganzen anderen Diskussionen mit Unterstellung und sozialverträglichen Frühableben und so weiter wirklich kein Verständnis mehr. Das ist ruhig nochmal. Das ist haben wir damit diese Fragen abgearbeitet? Ja, machen wir die nächste Runde. Ich habe meine Frage zu dem Film gestern Abend. Und zwar kam da zum Ausdruck, das Ehepaar hatte sich entschlossen, an dem und dem Tag den Suizid durchführen zu lassen. Und jetzt ging es darum, wenn die Frau noch einen Schlaganfall dazwischen bekommen hätte, wäre es nicht mehr möglich gewesen. Ist es tatsächlich so, wenn ich mich jetzt jahrelang oder lange Zeit bemühe und bin fest entschlossen, dass ich sterben möchte, und bloß weil dann irgendwie der Zeitpunkt nicht hundertprozentig stand, ist es absolut nicht möglich, dann muss ich bis zum bitteren Ende durchhalten? Das ist eine ganz, ganz spannende und ich finde auch Frage, die wirklich geregelt werden muss. Also nochmal zur Erläuterung, in diesem Film Notausgang wird ein Pärchen geschildert, beide über 90 Jahre alt, die in die Schweiz fahren und sie gehen da in den Freitag, begleitet von Life Circle, auch einer Organisation neben Exit und Dignitas in der Schweiz. Und das Ehepaar wird interviewt, die sind auch beide sehr, sie ist sehr gesprächsbereit. Und sie äußert da eben die Befürchtung, es ist irgendwie im Dezember, sind diese Gespräche aufgenommen und im Januar ist dann der Suizid, der wird auch im Film danach gezeigt, wie beide in den Tod gingen, sehr anrührend, sehr warm, sehr menschlich. Und sie äußert eben die Angst, dass sie, weil sie schon 4 Schlaganfälle hatte,
dass Sie in der Zeit zwischen diesem Dezembertermin und dem Freitodtermin, auf den Sie sich freut, nochmal einen Schlaganfall bekommt. In dem Fall könnte sie ihre Sprache verlieren. Sie wäre nicht mehr, möglicherweise nicht mehr urteilsfähig, nicht mehr frei verantwortlich könnte sie handeln. Und in dem Fall, so scheint die Lage zu sein, da würde ich gerne Frau Belzner auch nochmal fragen, die sich ja auskennt in der Schweiz auch, dürfte eben diese Freitod nicht, also die Begleitung nicht vorgenommen werden, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass sie ihren Willenfall artikulieren kann aufgrund dieses fünften Schlaganfalls, obwohl sie vorher eindeutig gesagt hat, ich möchte an diesem Tag sterben. In der Tat, die Freitodbegleitung in der Schweiz ist absolut bindend gekoppelt an die Zurechnungsfähigkeit, an die Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit. In dem Fall, wenn also jemand den Zeitpunkt verpasst hat und sei es nur ein paar Stunden, das könnte theoretisch sein, ist praktisch noch nie vorgekommen, aber es könnte sein, dann wäre es eben auch für einen Arzt schwierig, wenn er dann hilft. Schwierig, das heißt, alles ist erlaubt, solange wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Kläger sind aber im Allgemeinen immer dann da, wenn es um solche Dinge geht, und vor allem ist in der Schweiz absolut sicher, wird immer die Polizei eingeschaltet. Und das ist auch gut und richtig so, denn es muss ja kontrollierbar sein, das was bei uns an Sorgfaltskriterien fehlt, es muss kontrollierbar sein. Es muss in jedem entscheidenden Schritt kontrollierbar sein, es wird ein Protokoll abgegeben von allen Gesellschaften, außer auch von Life Circle. Protokoll wird geführt über den Zeitraum, über die minutengenaue Abwicklung. Und dazu kommt nachher die Kriminalpolizei, die rufen wir selber, damit klar ist, es ist keine Fremdbestimmung, es ist Selbstbestimmung gewesen und es ist kein Zwang und keine Nötigung dabei gewesen. Und es ist ein natürlicher Tod und nicht einer zum Beispiel mit einer aktiven Sterbehilfe, mit einer Spritze zum Beispiel. Das ist sehr wichtig, der Amtsarzt muss theoretisch den Körper untersuchen, ob keine Spritzen vorgenommen wurden. Also es könnte theoretisch dazu kommen, dass eine solche Situation auftritt, wo ein Mensch um ein paar Stunden seine Selbstbestimmung verliert. Ist aber noch, wie gesagt, noch nie vorgekommen. In die Frage angeschlossen ist natürlich, ob man das rechtlich regeln könnte, wenn ein Sterbewunsch so deutlich artikuliert wurde, ob dann tatsächlich dennoch eine Freitod. Das wäre auch eine Frage an Frau Will, und die HU hat ja dazu auch ganz andere Vorstellungen gehabt, aber vielleicht braucht man die aber nicht. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit der Verfügung, dass man sagt, ich möchte das? Es könnte ja sein, dass sie sich nicht mehr artikulieren kann, aber trotzdem noch die Infusion aufmachen kann. Also das Problem, was Sie haben mit dem Schlaganfall und dem Verlust, also der eigenen Entscheidungsfähigkeit, ist der Übergang zur aktiven Sterbehilfe. Das muss man klar aussprechen, und die Tatherrschaft geht verloren, also es wird nicht nur assistiert. Das ist der juristische Punkt. Und so wie Sie gesagt haben, wenn man jetzt diesen Punkt verpasst, darf das sein, dass man dann plötzlich außen vor bleibt und alles, was wir hier diskutieren, nicht mehr möglich sein sollte. Wenn Sie das wollen, müssen Sie die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen öffnen und Ausnahmetatbestände für die aktive Sterbehilfe schaffen. Wir sehen das so. Wir denken, dass das, was bei der Patientenverfügung möglich ist, dass ich also in Bezug auf passive und indirekte Sterbehilfe vorverfüge für den Fall, dass ich nicht mehr kann, dass es auch in diesem Fall so sein soll. Und also unsere Mitglieder diskutieren jetzt parallel zu dem, was wir über die Jahrzehnte, bevor es gesetzlich geregelt wurde, mit der Patientenverfügung gemacht hat, in Form eines Sterbepasses, wo genau diese Frage aufgenommen wird und dann eben in der Form gebracht wird. Rechtlich würde das die Öffnung der Tötung auf Verlangen erfordern, und man müsste sich klar auch dazu bekennen und sagen, was man da will.
Ja, man muss unterscheiden zwischen dem, was wir bisher diskutiert haben, assistierter Suizid und dann einer Tötung auf Verlangen oder sogar einer einfachen Tötung. Assistierter Suizid, da ist der Suizident in der Kontrolle der Situation und ihm wird nur geholfen oder sein Verfahren wird erleichtert durch Gabe von Wasser, durch persönlichen Zuspruch. Also dieser Seelsorger, den ich da eben erwähnte, der positiv quasi auf den Suizidenten einspricht oder körperlich, das ist Beihilfe. Das ist noch straflos, wenn der Gesetzentwurf durchgeht, wäre das strafbar. Was ganz anderes ist es, jemanden, der unzurechnungsfähig ist, zu töten. Das kann, wenn es gut läuft, Tötung auf Verlangen sein, aber bei der Tötung auf Verlangen brauchen wir das ernstliche und ausdrückliche Verlangen des Getöteten. Wenn diese Person nach einem Schlaganfall das gar nicht mehr schafft, sich nicht mehr ausdrücklich und ernsthaft äußern kann, dann haben wir es zu tun mit einer Tötung nach § 212, Totschlag. Und das ist eine ernste Sache. Deswegen sind die Schweizer sehr gut beraten, sich da nicht dran zu trauen. Ich persönlich hätte auch durchaus ethische Bedenken in solchen Fällen. Man muss da ganz vorsichtig sein. Sterbepass, man kann darüber sprechen, aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Und solche Dinge müssen genau kontrolliert werden, extrem transparent sein. Hier ist die Gefahr doch groß von Missbrauch, von Mitleidstötungen und so weiter. Also das, was wir jetzt hier von der GBS angestoßen haben, hat damit erstmal gar nichts zu tun. Ganz bewusst nicht. Wir haben jetzt schon 16 Uhr, wir haben ja schon 2 Stunden am Stück hier diskutiert, aber ich würde gerne sehen, wie viele Fragen sind denn noch da, die wir jetzt noch schnell klären sollen. Oder lang klären, wenn Sie das so wollen. Ich denke, wir sollten nicht zu lange überziehen, denn irgendwie ist die Aufmerksamkeit ja auch immer wieder begrenzt. Darf ich gerade um Handzeichen bitten, wie viele Fragen das sind? 2 Fragen sehe ich, okay. Ich fand Ihre Bemerkung, Frau Präsidentin, ganz besonders wichtig, dass das ein natürlicher Tod ist nach Schweizer Rechtsprechung. In Deutschland wird der dann angekreuzt, unnatürlicher Tod. Und es kommt am Ende die Gerichtsmedizin bzw. der Staatsanwalt verlangen das. Vor wenigen Wochen haben die Zürcher Rechtsmediziner ja in Lancet berichtet über die Diagnosen. Bekommt die Rechtsmedizin den Leichnam, weil jeder verbrannt wird im Krematorium? Gestern war das ja so im Film mit den Urnen. Oder machen die nur die Leichenschau vor einer Verbrennung und sagen, ja, eine Obduktion ist ja nicht möglich? Darf ich direkt antworten? Ja, natürlich. Ja. Wenn der Amtsarzt. Wenn Sie die Schweizer Verhältnisse kennen. Ja, genau. Das wäre ja unser Ideal. Die GHS strebt ja schon lange ein an deutsche Verhältnisse angepasstes Schweizer Modell an. Und wir sind dabei schon Beratung, Betreuung und bis hin zur Vorbereitung durch den ärztlich assistierten Suizid. Das wäre unser Modell. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn der Amtsarzt den Leichnam freigegeben hat, wenn er festgestellt hat, es sind keine Spuren von aktiver Tötung vorhanden, dann muss der Leichnam nicht in die Obduktion kommen. Nur wenn Zweifel bestehen. Ich wollte noch mal einen Aspekt nehmen und ansprechen, was auch mal häufig im Fernsehen da vorkommt, wenn man über diese Gesetze jetzt hier redet. Da wird immer die Zeit von 33 bis 45 erwähnt und die Euthanasie, die in dieser Zeit stattgefunden hat. Finde ich sowas von verlogen, denn mit dieser Zeit in Verbindung zu bringen. Ich hatte einen Vater, der war Kriegsverweigerer, der 1944 sogar ein Todesurteil gab, was aber wieder aufgehoben wurde. Damals mussten so viele Leute sterben, die nicht sterben wollten. Und heute will man nicht mal irgendwelchen Leuten, ob sie alt sind oder sonst welche Gründe dafür haben, den Wunsch erfüllen, wenn sie denn sterben wollen. Das ist so etwas von verlogen, das so in Verbindung zu bringen. Schlimmer geht es für mich gar nicht. Und damit wollen wir die Gesetzgebung da auch blockieren und sonst wie schwer machen, wie die Gesetze. Genau, also Sie haben gemerkt, dafür gibt es sehr viel Zustimmung hier. Es ist natürlich eigentlich eine zusätzliche Verhöhnung der Opfer, wenn man die propagandistische Sprache in den Nazis übernimmt. Ja, und Euthanasie, also den schönen, sanften Tod, gleichsetzt mit dem Massenmord an unschuldigen Opfern, die das nicht wollten. Im Prinzip geht es doch genau um das Gegenteil. Damals mussten Menschen fremdbestimmt sterben. Heute dürfen sie nicht selbstbestimmt sterben. Also diejenigen, die auf der Seite der Fremdbestimmung sind, sind diejenigen, die fälschlicherweise dieses Argument in die Debatte einbringen. Es gab hier noch eine Frage da vorne.
Wieso ist es eigentlich so, oder scheint mir so klar zu sein, dass jemand, der psychische Störungen hat oder psychisch erkrankt ist, nicht willensfähig ist oder nicht entscheidungsfähig? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Auch da keine. Ich würde sagen, das sagt so auch keine. Was die entscheidenden Kriterien für Suizidhilfe sind, einmal ein erheblicher Leibeszustand und Willensfähigkeit. Beide Kriterien treffen potenziell für schwer krank, psychisch kranke Menschen zu. Was richtig ist, ist in Bezug auf die Willensfähigkeit bei psychischen Erkrankungen. Es gibt viele schwere psychische Erkrankungen, da ist die Willensfähigkeit häufig eingeschränkt. Das ist richtig. Deswegen ist es richtig, dass man sagt, da muss genau hingeguckt werden. Das war es aber auch schon. Also ich glaube nicht, dass man, es wird immer wieder gesagt, das ist wiederum auch eines der Mankos des Borasio-Vorschlages, ich glaube nicht, dass man sagen kann, eine kategorische Nichtzulässigkeit für der Suizidhilfe für Patienten mit psychiatrischen oder neuropsychologischen Diagnosen wäre verfassungsrechtlich zulässig. Ich glaube, da ist man dort unter Experten auch relativ einig. Aber man ist sich auch einig, eben häufige Dinge sind häufig in Bezug auf die Willensfähigkeit, ist besondere Vorsicht geboten. Das war es aber eigentlich auch schon. Da ist man. Ach, genau, aus Ihre Frage, die hat mir. Die ist schon beantwortet, aber ich würde einfach gerne mal auf diese Thematik der psychischen Erkrankung eingehen, und zwar aus ganz persönlichen Erfahrungen. Ich bin seit vielen Jahren wegen der schweren Depression in Behandlung. Und es hat in meinem Leben Phasen gegeben, da war ich suizidal und möchte einfach nur mal sagen, ich kann mich einschätzen in der Zeit, dass ich klar Willen formulieren konnte, aber mein Wille war in der Zeit ein ganz anderer als der, der sonst ist, wenn ich gesund bin. Ja. Und ich habe mich durch diese Depression gekämpft, bei mir war der letzte Zipfel an Lebenswillen offensichtlich immer da, dass ich auch wirklich aktiv an Therapien mitgearbeitet habe. Ich habe aber halt auch während der Zeit in der Klinik Menschen kennengelernt, die wirklich komplett gegen ihren Willen eingeliefert wurden und die im Anschluss dankbar dafür waren. Und ich finde, das sollte man in der Diskussion nicht ganz vergessen. Ich sehe die Problematik, wenn jemand sagt, er ist am Ende seines Lebens und er wird nicht ernst genommen und das wird einfach kategorisch wegen psychischer Erkrankung nicht ernst genommen. Aber ich finde schon, dass man der Psychiatrie auch ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren lassen sollte und sagen, die helfen vielen Menschen und es gibt viele Menschen, die wirklich nicht sterben wollen, sondern die Hilfe brauchen. Genau. Und da sollte man vorsichtig in der Argumentation sein und nicht auch so Ängste aufbauen. Das halte ich für kontraproduktiv. Also ich bin froh, dass man mir damals geholfen hat und ich kenne viele andere, die auch froh sind. Ich kenne auch welche, die dann nachher ihre Ärzte verflucht haben und dann dennoch den Abgang gemacht hat. Und dass man da sensibel mit umgehen muss, bin ich absolut dafür. Aber man sollte immer im Auge behalten, es ist ganz, ganz schwer für jemanden, der nicht psychisch krank ist, einzuschätzen, was findet in der Person statt. Ich kann mich selber heute kaum noch daran erinnern, wie es möglich war, dass ich viele Jahre lang kaum noch mal wusste, warum ich eigentlich am Leben hänge oder auch überzeugt war, ich hänge nicht dran. Und heute bin ich mir ganz sicher, ich hänge sehr an meinem Leben. Und ich bin froh, dass man mir geholfen hat. Ich glaube, das ist ja eigentlich auch der Grundgedanke dieser Suizidkonfliktberatungsstellen. Ja? Wir wissen ja, dass von den 200.000 Suizidversuchen im Jahr hier in Deutschland ganz, ganz viele darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen in diesem Zustand einen Willen haben, den sie nicht hätten unter besseren Umständen. Ja? Und dass diese Möglichkeit ja einfach existiert, dass sie ihren Willen ändern werden. Es gibt aber eben auch Fälle, genauso wie mit den Schmerzpatienten, leider, wo wir mit den besten Medikamenten, mit den besten therapeutischen Methoden einem Depressiven nach vielen Jahren nicht mehr helfen können. Ja, und dieses Leiden ist sicherlich genauso schlimmes Leiden und ist eben nicht aufhebbar. In einigen wenigen Fällen, aber immer noch viel zu vielen Fällen, aber man kann es im Moment noch nicht ändern. Es kann sein, dass wir in 2-3 Jahren Hirnschrittmacher haben werden, die auch diesen Menschen helfen können. Ja, aber man kann es den Menschen nicht auf gar keinen Fall zumuten, unter solch schrecklichen Bedingungen weiterzuleben, dann,
Und das eine muss man von dem anderen trennen können. Man kann es nicht so trennen, wie es Herr Hinze gemacht hat, bei Hart aber Fair, der dann eben behauptete, das eine sei ein organisches Leiden und das andere sei kein organisches Leiden. Ich weiß nicht, was für ein Hirn Herr Hinze hat, aber Denkorgane sind Organe und sie funktionieren eben. Und wir wissen, dass Depressionen gewissermaßen Stoffwechselerkrankungen des Gehirns sind, so wie eben Diabetes Stoffwechselerkrankungen der Bauchspeicheldrüse sind. Und deswegen können wir diese einfache Unterscheidung zwischen organischen und nicht organischen Leiden ja nur machen, wenn man, wie Herr Hinze, an die Seele glaubt, die eben nur so ein bisschen vom Körper existiert. Also wir müssen dafür gute Kriterien finden und es wird noch ganz, ganz viele Diskussionen geben müssen, gerade unter Psychologen und Psychotherapeuten, um das eine von dem anderen abgrenzen zu können. Ich glaube, hier macht sich keiner die Sache so leicht, dass er sagt, jeder, der sterben will, darf sterben. Das, was Wolfgang Herrndorf in seinem Buch gefordert hat, dass es eben knapp in der Apotheke rezeptfrei gibt, das vertritt hier niemanden aus gutem Grund. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, dass Sie hier gekommen sind. Ich bedanke mich natürlich auch an den Podiumsteilnehmern hier vorne, die hier wieder in Antwort gestanden haben. Wieder nochmal Dank. Es gibt hier offensichtlich noch Geschenke, die verteilt werden. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Wir brauchen gute Strategien, um dieses Menschenrecht, auf das Sie hingewiesen haben, durchzusetzen. Aber ich bin recht optimistisch, dass wir auf einem guten Weg sind. Zumindest sieht es jetzt schon ganz anders aus als Anfang dieses Jahres, als wir alle befürchteten, dass sich diese Strafgesetzbefürworter durchsetzen werden. Das hat sich offensichtlich gedreht. Jetzt gibt es eine ganz andere Debatte und wir alle sollten uns daran beteiligen, damit eben das Recht auf Selbstbestimmung in Deutschland noch mehr Gewicht bekommt. Dankeschön, dass Sie gekommen sind.